hast ja ein schönes Muster. Hoffentlich überlebst du die Nacht. Hallo? Hallo, Doc Höldebrand. Hören Sie mich? Ja? Was ist denn los? Ich habe gerade eine Schlange von der Straße aufgesammelt. Ich hätte sie fast überfahren. Es ist wohl eine Gelblippenseeschlange. Oh, eine Laticauda colubrina, eine Wasserschlange. Pass bitte auf, das sind sehr giftige Tiere. Genau das ist ja das Seltsame. Ich habe sie hier in Chateau Creek gefunden. Und Sie können sich darauf verlassen, dass ich sehr vorsichtig bin. Da mache ich mir bei dir keine Sorgen. Weißt du, diese Schlangen leben zwar eigentlich im Meer, sind aber auch gut auf Land unterwegs. Wie jetzt? Naja, sie trinken ganz gerne Süßwasser aus Pfützen. Deswegen verlassen sie für Wanderungen das Meer. Sie können sogar auf Bäume klettern. Das ist ja abgefahren. Dann muss sie jetzt nicht sofort zurück zum Meer? Na, am besten wäre es, du bringst sie dahin zurück, wo du sie her hast. Da findet sie sich schon zurecht. Da ist was dran, Doc. Danke. In Gedanken versunken, setzt Nelly die Schlange am Straßenrand ab. Bevor sie zurück zu ihrem knallgelben Ford Bronco geht, schaut sie der Schlange noch eine Weile dabei zu, wie diese sich in Richtung Mount Aspiring National Park davonschlängelt. Mein Lieblingscousin. Bestens. Und dir? Bin ein bisschen verpeilt. Ich hatte gerade ein seltsames Erlebnis. Alte Reptilienjägerin. Das klingt spannender als bei mir. Ich hab Flohmarkt Samstag. Und ich bin mal wieder mit Oma auf Schatzsuche. Was ist passiert? Erzähl ich dir ein anderes Mal. Was gibt's denn auf dem Flohmarkt? Ich bin gerade an einem Stand von so einem lustigen alten Kauz. Hier gibt es einen alten Teddy. Ein Opernglas und einen magischen Spiegel. Au! Was ist los, Finn? Scheiße, ich hab mich an dem Spiegel geschnitten. Von wegen magisch. Oh, ist es schlimm? Nee, mach dir keine Sorgen, aber ich muss jetzt auflegen. Ich versau hier den ganzen Stand. Ciao, Lieblingscousine. Wir sehen uns dann in 2 Wochen. Ich freue mich so. Aber pass so lang gut auf dich auf, dass dann noch alle Finger dran sind, wenn du hier ankommst. Baba und sag Oma einen lieben Gruß. Finn legt den Spiegel zurück auf den Tisch. Dabei fällt ein Tropfen Blut auf ein Buch. Das bleibt dem älteren, kauzigen Standbesitzer nicht verborgen. Das bezahlst du jetzt aber. Und zwar beides. Den Spiegel und das Buch. Was? Ich hab den Spiegel nur kurz in die Hand genommen. Sie sollten mir lieber etwas zum Verbinden geben. Nicht so frech, mein Junge. Hier hast du ein Tuch. Schau mal, Finn. Da ist aber ein schöner Baum auf dem Buch. Du magst doch Bäume. Ich kauf dir das Buch. Nein, Oma. Bevor Finn zum Protest ansetzen kann, zieht ihn das Cover des alten Buches in den Bann. Obwohl der bräunliche Einband seine besten Tage schon hinter sich hatte, kann er deutlich einen mit grünem Faden in das speckige Leder gestickten Baum sehen. 10 Pfund, junger Mann. Und 3 für den Spiegel. Sie bekommen 5. Und den Spiegel bezahle ich nicht. 7 für beides. Letztes Wort. Ist gut, Junge, ich mach das. Hier ist dir Geld. Na gut. Aber Sie sollten vor den scharfen Gegenständen warnen. Ja, das sollte ich wohl lieber machen. Bevor sich einer von euch noch den Arm abschneidet. Hey, jetzt aber schnell heim mit uns. Mein linkes Bein meldet sich mal wieder. Das heißt, es fängt bald an zu regnen. Und ich glaube, wir haben daheim noch nicht alle Fenster zugemacht. Während Finn die Wohnung wettersicher macht, geht seine Oma in die Küche und kümmert sich um das Abendessen.
Er schnappt sich das Buch und setzt sich auf die Couch im Wohnzimmer. So einen Baum habe ich doch schon mal gesehen. Wenn ich nur wüsste, wo. Mal schauen, was in dir steckt. Mai 1825. Ich kann es kaum glauben. Endlich hat der erste Tag unserer Reise begonnen. Nun ist das Glück auf unserer Seite. Die Royal Botanic Society hat die Expeditionsgelder freigegeben. Neuseeland. Bald werde ich dich endlich mit meinen eigenen Augen sehen. Ein weinendes Auge bleibt jedoch bei euch, meine so reizende Frau und mein geliebtes Kind. Oh, wie sehr ich euch jetzt schon schmerzlich vermisse. Ein lachendes Auge blickt in die glanzvolle Zukunft dieser gar so verantwortungsvollen Aufgabe entgegen. Kapitän McBannister steuert die Duchess durch die Weltmeere. Die nächsten Wochen werden wir fast ausschließlich an Bord dieses Schiffes verbringen. Vorausschauend habe ich genügend Lektüre ins Gepäck gepackt, um diese lange Zeit sinnvoll mit meinem Studium überbrücken zu können. Ich bin gespannt, wie sich der mir noch unbekannte Hans Meyer als Expeditionsleiter machen wird. Über seine Pioniererfolge in Indien und Papua-Neuguinea hörte ich ja nur Gutes. Die Aufgaben des heutigen Tages haben mich sehr müde gemacht. Nun bin ich gespannt, wie mir meine erste Nacht auf See bekommen wird. Finn, da bist du ja endlich. Hast du wieder versucht, Pflanzensamen durch den Zoll zu schmuggeln? Lass dich drücken. Oh, hey, kleine Cousine. Hey, nenn mich nicht so. Du weißt doch, ich bin die Ältere von uns beiden. Ich bin seit letztem Jahr größer als du. Geistige Größe schlägt körperliche Größe, kleiner Mann. Na, dann mach dich mal nützlich und nimm mein Handgepäck. Na gut, gib her, bevor du einen Schwächeanfall bekommst. Wie lange fahren wir eigentlich? Ich könnte langsam was zum Essen vertragen. Das dauert schon noch ein Stündchen. Aber Mom hat versprochen, dass wir heute im Garten Burger grillen. Freust du dich schon auf unseren Trip zum Tane Mahuta? Burger, geil! Du weißt schon, dass wir bald den größten Baum von Neuseeland sehen. Und das ist tatsächlich noch geiler als Burger. Schade, dass es in euren Wäldern keine Schlangen für dich gibt. Stopp! Was ist denn los? Da ist etwas! Auf der Straße! Die beiden steigen aus dem Auto und sehen nach, was auf der Straße ist. Ha! Wenn man vom Teufel spricht, das ist eine Schlange. Krass! Das ist wieder so eine Gelblippenseeschlange. Gibt es euch jetzt etwa überall? Schau mal zu, dass du über die Straße kommst. Während die Schlange durch das hohe Gras ihres Weges zieht, steigen die zwei in ihr Auto und machen sich auf den Weg zur ehemaligen Wassermühle, in welcher Nelly mit ihrer Familie wohnt. Wo ist die denn ausgebrochen?
Das wollte ich dir letztens schon am Telefon erzählen. Ich habe an der Landstraße schon mal so eine gefunden. Ich dachte, es gibt keine Schlangen in Neuseeland. Naja, das ist so nicht ganz richtig. Es gibt eigentlich keine Landschlangen auf Neuseeland. Wir haben aber drei verschiedene Arten von Seeschlangen. Und das ist ja das Abgefahrene. Die neulich habe ich in der Mitte der Insel entdeckt. Das verstehe ich erst nicht. Ich wusste das ja auch nicht. Aber es gibt eine Art, die wohl zum Süßwassertrinken an Land kommt. Total verrückt. Die ist sogar noch weiter Richtung landeinwärts gewandert, als ich sie wieder ausgesetzt habe. Krass. Und jetzt gib Gas. Ich hab so Kohldampf. Die nächste Schlange lasse ich nicht einfach so davonlaufen. Schlangensushi. Vielleicht springt für mich dann noch ein Gürtel raus. Finn, hör auf jetzt. Außerdem möchte ich den Song hören. Ihr wollt den ganzen Kuchen, Tiger Tracy kriegt den Props. Was ihr noch nicht wisst, ich räum das Feld auf von hinten. Ihr seid Machisten, aber macht einen auch politisch schlecht. Meint, ich will was von dir haben mit einem süßen Lächeln, weil ich ein Tick bin. Junge, ich kann nichts dafür, dass dich leider so viel Weiber ausnehmen, weil du eine Bitch bist. Dein Ego streichelst, wenn du eine Frau bist. Junge, bist gekränkt, weil sie dir nicht den Arsch küsst. Mir geht's um den Kunstaspekt. Wahre Sieger reden nicht, Höhenflieger lachen selten bis zuletzt. Also schieb dein Ego-Trip. Ihr wollt Hip-Hop sein und das ohne Respekt. An deiner Stelle spielt sie Vorsicht, denn die Guestlist gedeckt. Und du zählst für mich Eintritt. Kauf das, was die halbe City spricht. Mein Name wird gerichtet. Was macht ihr denn alle hier? Das ist ja eine Überraschung. Komm, lass dich drücken, Finn. Das ist ja eine Ewigkeit her. Hattest du eine gute Reise? Hi, Lisa. Ja, der Flug war in Ordnung. Und deine Tochter ist ja mittlerweile eine sehr umsichtige Fahrerin. Stimmt, das macht dir wirklich Spaß. Und mein alter Ford darf auch mal wieder etwas von der Insel sehen. Hi, Onkel Joseph. Hallo, Finn. Du bist ja jetzt schon fast ein richtiger Mann geworden. Archie, schmeiß das Fleisch auf den Grill. Lasst uns feiern. Hey, Onkel Archie. Ich komm gleich zu dir. Ich kümmere mich nur kurz um die Tiere. Lass das, Onkel Archie. Du weißt doch, dass Sam Vegetarierin ist. Kannst du dich an unsere Nachbarn erinnern? Das sind Miranda, Sam und ihre Eltern. Ja, das sagt ihr mit. Hallo, das sagt schön, dass ihr da seid. Wir haben uns ja schon eine Weile nicht mehr gesehen. Okay. Ist Bobby gar nicht da? Der ist mit den Scouts beim Zelten. Ihr seht euch nächste Woche. Okay. Finn, komm her, mein Junge. Der erste Burger ist für dich. Aber du musst ihn dir hier abholen. Auf dem Weg, ich habe seit heute Morgen nichts mehr gegessen. Hier sind Senf, Ketchup und Brötchen. Oder soll ich dir lieber zwei Patties geben statt Brot? Du weißt schon, ein richtiger Burger ist sich selbst genug. Danke. Ist ja super, dass dein alter Schulfreund Zeit hat, uns zum Tanemahuta zu führen. Ah, das macht Huatare doch gerne. Die Maori sind ein sehr hilfsbereites Volk. Mich hat er in der Schule immer abschreiben lassen. Abgefahren, ein echter Maori? Das ist doch nicht abgefahren. Bei uns in Neuseeland kann jeder ein Maori sein, der einer sein möchte. Was? Sorry, ich kann gerade nicht. Wer will heiße Burger? So, Finn, jetzt erzähl doch mal, wie läuft es in der Schule? Bei euch in England müsstet ihr doch auch bald Abitur machen, oder nicht? Lass ihn doch mal in Ruhe essen. Er ist doch nicht auf die andere Seite der Welt geflogen, um mit dir über Schule zu reden. Und außerdem ist er Schotte. Ich fühle mich eher als Europäer, als ein Brite. In einem halben Jahr sind Abiturprüfungen. Ich kann es kaum erwarten, die Schule zu verlassen. Der alte Streber hat sich hier in Christchurch an der gleichen Uni wie ich beworben. Na gut, dann lasse ich euch mal in Ruhe. Ihr habt sicher noch genug zu besprechen. Läuft, alles klar. Ich warte zwei. Archie, komm mal mit. Wir holen die Maiskolben. Der Junge,
Wie der Vater, so der Sohn, ha? Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Da hast du recht. Was ich sagen wollte. Danke, dass du die beiden fliegst. Gib mal her. Ich habe einfach keinen Urlaub gekommen. Versteht sich doch von selbst. Und auch super, dass mein alter Kumpel Huatare Zeit hat. So sehr, wie ich das Fliegen liebe, hasse ich es, durch den Dschungel zu laufen. Das war tatsächlich noch nie deine Stärke. Mist, Finn, du bist ein Tollpatsch. Jetzt bin ich ganz nass. Sam, gib mir mal bitte die Servietten. Ja, warte hier. Finn, haben dir deine Eltern keine Manieren beigebracht? Wenigstens haben sie versucht, mir beizubringen, dass man nicht in jedes Fettläppchen tritt. Hey, Finn, bleib hier. Sie kann doch nichts davon wissen. Wovon konnte ich nichts wissen? Nimm es ihm nicht übel und mach dir keine Sorgen, der kommt gleich wieder. Weißt du, seine Eltern sind gestorben. Manchmal reagiert er da ziemlich sensibel. Oh, das tut mir leid. Das wollte ich nicht. Was ist denn passiert? Das ist eine traurige Geschichte. Finns Vater ist hier vor 10 Jahren in den Alpen verschollen und seine Mutter ist 2 Jahre später am Krebs gestorben. Seitdem wohnt Finn bei unserer Oma. Das ist auch der Grund, dass wir zu diesem Baum, dem Tanemauta, wandern. Auf dem letzten Foto, das von Finns Vater gemacht worden ist, steht er vor diesem Baum. Finn hat das Bild immer bei sich und wohl auch deswegen diese Leidenschaft für Bäume von seinem Vater geerbt. Oh, sowas Dummes kann auch nur mir passieren. Da bist du ja wieder. Komm, sei nicht traurig. Das war keine Absicht von Sam. Entschuldigung, ich wollte dir nichts Böses. Ja, ist schon gut. Jetzt aber zurück zu den schönen Dingen des Lebens. Wer von euch hat Lust auf Nachtisch? Nelly, Finn und Archie haben eine kurze Nacht. Im Morgengrauen, nach einem schnellen Frühstück, bringen Nellys Eltern die drei zum Sportflughafen. Nach ausgiebiger Verabschiedung kann es endlich losgehen. Archies blau-weiß gestreiftes Sportflugzeug wird sorgfältig beladen und ausführlich gecheckt. Nelly und Finn beobachten Archie dabei sehr wissbegierig. Der routinierte Pilot vollzieht sein tausendfach einstudiertes Ritual, während die beiden Haken auf eine Checkliste setzen dürfen. Ein Fluglotse dreht den Propeller an. Tower hier, Gamma Beta 142. Bitte Starterlaubnis. Hier Tower, Startgenehmigung für Beta Gamma 142 erteilt. Windows Nordost beachten und einen guten Flug, over. Roger, danke und over. Der Fluglotse gibt den Weg zum Start frei. Archie überprüft nochmal die Instrumente, bevor das Flugzeug auf die Startbahn steuert. Alle angeschnallt? Jetzt geht's los! Bye bye, Ma. Bye bye, Pa. Bye bye, fester Boden unter den Füßen. Hast du etwa Angst vorm Fliegen? Nee, das Fliegen macht mir nichts, aber die Höhe ist schon komisch. Ich kann gar nicht nach unten schauen. Sieh an, die sonst so taffe Nelly. Allerdings könnte ich mir gerade auch einen schöneren Ort als ein Flugzeug vorstellen. Ich dachte, du freust dich auf unsere Reise. Mach ich ja. Und wie? Vor allem freue ich mich drauf, mal wieder zu laufen und nicht nur den ganzen Tag herumzusitzen. Ja, das verstehe ich. Warst du deswegen gestern so komisch drauf? Sam wollte dir ja nicht übel mitspielen. Du warst ganz schön gemein zu ihr. Und hast du überhaupt gemerkt, wie sie dich den ganzen Abend angeschaut hat? Was? Wie? Gemein? Wollte ich nicht sein. Und wirklich? Sie hat mich angeschaut? Ich dachte, sie ist nur höflich zu mir gewesen, weil sie in das Fettnäpfchen getreten ist. Sie hat dich vorher schon so angesehen. Und nachdem du Sam so angefaucht hast, war sie ganz schön eingeschüchtert. Aber ihr Jungs seid da echt oft blind. Jetzt bekomme ich ein schlechtes Gewissen. Ich musste die ganze Reise so viel an meine Eltern denken.
Und dann war ich total froh, all die Menschen zu sehen und abgelenkt zu sein. Weißt du, es bedeutet mir sehr viel, dass wir zum Baum wandern. Aber irgendwie habe ich auch Angst vor dem Moment, dort anzukommen. Angst davor, dass ich sie immer mehr vergesse. Wahrscheinlich habe ich deswegen so abweisend reagiert. Es tut mir alles leid. Meinst du wirklich? Sie hat mich angesehen? Und wie, die ist echt nett und dumm ist sie auch nicht. Die hat sogar auch eine Klasse übersprungen, genauso wie du. Schwamm drüber, ich verstehe dich total. Sei beim nächsten Mal einfach freundlicher zu ihr. Wer weiß, wie viele hübsche Mädels dir Garten-Nerd noch über den Weg laufen werden. Jetzt wirst du aber gemein. Lass uns lieber mal die Karte studieren. Gute Idee. Schau mal da am Horizont, die Wolke. Sieht die nicht aus wie ein riesiger Baum? Ach ja, Finn. Ich habe mich mit Joseph unterhalten. Und wir waren beide der Meinung, dass dein Vater sehr stolz auf dich wäre, wenn er sehen würde, mit welchem Enthusiasmus du deinen Interessen nachgehst. Meinst du wirklich? Ich bin mir da nicht so sicher. Ach, komm schon. Dein Vater war doch genauso vernarrt in diesen Baum wie du. Ich weiß noch, wie ich ihn damals zum Tana Mahuta geflogen habe. Der war so aufgeregt, als ob er noch nie in seinem Leben einen Baum gesehen hätte. Dabei war er doch Anthropologe und nicht Botaniker, wie du einer werden willst. Aber was soll ich, Landei, davon schon wissen? Dufter Kerl, dein Vater. Und du wirst bestimmt mal genauso schlau, wenn nicht schlauer als er. Ich bin mir sicher, dass er eure Expedition hier sehr unterstützt hätte. Was findet ihr McKay-Männer an dem Baum nur so interessant? Hallo? Das ist hier der größte Baum weit und breit. Was mein Dad von dem Baum wissen wollte, würde ich auch gern verstehen. Eigentlich hat er in Richtung Erstbesiedlung Neuseelands geforscht. Irgendwas von polynesischen Entdeckern. Leider habe ich nicht mehr viel darüber finden können. Die meisten seiner Unterlagen sind mit ihm verschwunden. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr nach eurer Mission berichten werdet. Und ich finde es gut, Finn, wie tapfer du damit umgehst. Ich weiß nicht, ob man das tapfer nennen kann. Ohne Nelly und eure Hilfe würde ich das bestimmt nicht machen. Mensch, Finn, du machst dich doch sonst auch nicht kleiner, als du bist. Archie landet das kleine Flugzeug problemlos auf dem Rollfeld, das eher an eine ausgedörrte Wiese erinnert, als an die Landebahn eines Flughafens. Huatare, der in seinem Pickup eingedöst ist, wacht vom Lärm auf und schlurft den Ankömmlingen durch das kniehohe Gras gemütlich entgegen. Die beiden Freunde fallen sich in die Arme. Doch weil sie bis zum Sonnenuntergang bei einem von Maori geführten Bungalowdorf ankommen wollen, bleibt das Wiedersehen kurz. Die vier laden das Gepäck um, bevor die Reise ohne Archie weitergeht. Als sie nach der zügigen Fahrt mit dem Geländewagen endlich am Ausgangspunkt ihrer Wanderung ankommen, beginnen die ersten Sterne am Firmament zu funkeln. Huatare, Finn und ich haben uns gerade Eistee bestellt. Was möchtest du denn zum Abendessen trinken? Lass mal gut sein, ich habe gerade auf dem Zimmer was getrunken. Okay. So, ihr zwei, was verschafft mir eigentlich die Ehre, euch zu unserem heiligen Baum zu bringen? Finn ist total von Pflanzen begeistert und von diesem Tane Mahuta. Finn, das heißt übrigens Gott der Bäume. Nee, nicht Gott der Bäume. Tane, das ist der Gott des Waldes. Tehana, ich erzähle euch jetzt mal was über die Maori. Am Anfang, da waren Rangi und Papa. Doch, Papa ist unsere Mutter Erde und Rangi ist unser Himmelsvater. Zusammen haben die 6, 7, 8 Kinder, die alle Götter sind und in der Dunkelheit zwischen Himmel und Erde gefangen. Tane eben
Tamatawanga, sein grimmiger Bruder und der stolze Gott des Krieges, der kommt zu dem Schluss, dass es das Beste wäre, die Eltern zu töten. Tane möchte die Eltern nicht töten und schlägt vor, die beiden auseinanderzuschieben, damit sie zwischen Himmel und Erde im Licht leben können. Rorongo und Tangaroa und schließlich auch Haumia Tike Tike. Die versuchen vergeblich, die beiden mit ihren Händen auseinanderzuschieben. Sie schaffen es nicht. Tane kommt auf die Idee, die Füße zu benutzen und schafft es schließlich mit der Kraft seiner Beine. Tane hat Mitleid mit seinen Eltern und schenkt seinem Vater Sterne, damit sich Ranga damit kleiden kann. Puh, sag mal, schwitzt ihr auch so? Oh, ist die Klimaanlage schon wieder kaputt? Da hat wohl einer seine Arbeit nicht gemacht. Der Hausmeister geht gerade am Tisch vorbei und kann die Spitze nicht auf sich ruhen lassen. Vom Arbeiten musst du mir gar nichts erzählen. Belästige mal lieber nicht unsere Gäste mit deinen Kneipengeschichten. Zehana, geh du lieber mal in dein Kämmerchen und hör auf damit, meine Kunden zu vergraulen. Pututu! Nehmt den nicht so ernst. Der ist hier nicht der Direktor. Das ist nur der Hausmeister. Ich leg mich hin. Morgen früh um 7 gehen wir los. Hey, hast du das auch gerochen? War das Schnaps? Ich musste voll die Luft anhalten. Krass, ja, ich auch. Naja, aber Hauptsache, er kann uns morgen zum Tane Mahuta bringen. Mit den ersten Sonnenstrahlen beginnen die drei ihre Wanderung durch den Waipua-Wald. Ihr Weg führt sie durch Kolonien von Riesenfarnen. Je weiter sie in den Wald vordringen, desto verwachsener wird ihr Pfad. Huatare muss öfter mal Gebrauch von seiner Machete machen, um den verwilderten Weg vom Gestrüpp zu befreien. Der am Vorabend noch so erzählfreudige Maori ist am nächsten Tag ziemlich wortkarg. Und die Kids fühlen sich in seiner Gegenwart zunehmend unwohler. Nach gut der Hälfte des Weges haben sie angefangen, ein paar Meter Abstand zu ihrem Wanderführer zu halten. Ihnen ist die noch stärkere Fahne des Mannes nicht verborgen geblieben. Der ist doch jetzt schon wieder betrunken. Wenigstens scheint er sich hier wirklich gut auszukennen. Zum Glück. Ich habe auch schon nachgesehen. Laut GPS sind wir auf dem richtigen Weg. Hast du jetzt wirklich auf dem Handy nachgesehen? Und ich dachte, ich bin hier die Übervorsichtige. Ich ziehe es eh die ganze Zeit aus meiner Tasche, um die krassen Fahne zu fotografieren. So abgefahren. Bei uns in Schottland werden die höchstens kniehoch. Schau mal den da vorne. Der kommt locker auf 4 Meter. Na dann warte mal, bis wir den Tane Mahuta sehen. Ich kann es kaum erwarten. Wo bleibt ihr? Die beiden können den vorangegangenen Huatara nicht mehr sehen. Während sie einer Biegung des Weges um einen Felsvorsprung folgen, wird das Rauschen eines Flusses immer lauter. Plötzlich taucht Huatara wieder vor ihnen auf. Er nickt den beiden zu und deutet auf einen Busch vor ihnen und fängt ohne Vorwarnung an, mit seiner Machete auf diesen einzuhacken. Dadurch legt er den Zugang zu einer Hängebrücke frei. Hier lang! Nach der Brücke ist es nicht mehr weit. Ach du Scheiße! Melly, was ist denn mit dir los? Warum zitterst du denn so? Ich wusste nicht, dass wir über eine Hängebrücke müssen. Nee, das schaffe ich nicht. Wie? Ist das wegen deiner Höhenangst? Das tut mir jetzt leid, aber das geht gar nicht. Da kann ich nichts machen. Ach komm schon, gib mir deine Hand. Wir gehen da zusammen rüber. Nein, Finn, glaub mir. Für mich ist hier der Weg zu Ende. Aber wir sind so kurz vor dem Ziel, wir können doch jetzt nicht einfach umdrehen. Nein, das sollst du doch gar nicht. Du kannst ja weitergehen. Ich möchte nicht, dass du den Baum verpasst. Ich warte hier einfach auf dich. Soll ich dich hier etwa alleine lassen? Ja, Finn, ich kann mich schon selbst beschäftigen. Und ich möchte nicht der Grund dafür sein, dass du den Tane Mahuta verpasst.
Aber du... Keine Diskussion. Du gehst weiter. Mir wird hier schon nichts passieren. Bist du dir sicher? Ja. Kommt jetzt. Wir sollten weiter, wenn wir vor Sonnenuntergang zurück sein wollen. Ist ja schon gut. Nelly wird hier auf uns warten. Nelly, brauchst du noch irgendwas? Nein, ich habe alles und ich kann jetzt auch ein bisschen Zeit für mich gebrauchen. Lass dich drücken. Bis später. Nelly schaut den beiden hinterher, wie sie sich Schritt für Schritt dem anderen Ende der Brücke nähern. Auf der anderen Seite angekommen, dreht sich Finn noch einmal um und winkt ihr zu, bevor die Wanderer im Dickicht des Waldes verschwinden. Arme Nelly, bis gestern wusste ich gar nichts von ihrer Höhenangst. Schade, dass sie nicht weiter mitkommen kann. Und ich muss jetzt alleine mit dem Schluckspecht durch den Dschungel. Hoffentlich findet er den Weg auch wieder zurück. Aber na gut, zur Not habe ich ja mein Navi im Telefon. So leicht hattest du es bestimmt nicht, Dad. Vermutlich bist du damals auch hier entlang gegangen. Oma hat erzählt, du hättest alles stehen und liegen lassen, um zu diesem Baum zu kommen. Ich würde so gern verstehen, was du hier herausfinden wolltest. Ich erinnere mich, ich muss wohl 4 Jahre alt gewesen sein. Wir waren an Loch Ness und ich bin das erste Mal ohne Schwimmflügel geschwommen. Da hattest du das gleiche Leuchten in deinen Augen wie auf diesem Foto. Warum bist du nur verschwunden? Gedanken verloren, rempelt Finn auf Huatare, welcher abrupt stehen geblieben ist. Überrascht schaut er auf den Maori. Dieser zeigt Richtung Osten. Finn läuft ein Schauer über den Rücken. Da steht er. Wenn er auch noch ein paar hundert Meter entfernt ist und sich seiner Größe nur schwer erahnen lässt, so erhebt sich der gesuchte Baum deutlich über alle anderen Geschöpfe des Waldes. Zur gleichen Zeit hat es Nelly sich unter einem Farn gemütlich gemacht. Gedankenverloren beißt sie ein Stück von einem saftigen grünen Apfel ab, als sie plötzlich das Geräusch von Schritten in der Ferne hört. Schnell springt sie hinter ein Gebüsch. Was mache ich hier eigentlich? Warum verstecke ich mich? Das ist ja albern. Werde ich jetzt zur totalen Schisserin? Aber als Frau allein im Wald sollte man schon etwas vorsichtig sein. Ist das eine Stimme? Frühling zur Ruh, er kommt zur Lichtung für die Kuh. Ist es der Specht, der frisst den Hecht? Man weiß es nicht und das ist schlecht. Wer ist das? Was hat die denn für seltsame Sachen an? Ist das traditionelle Maori-Kleidung? Beim genaueren Hinschauen sieht Nelly eine kleine, ältere Frau, welche auf den ersten Blick wild durcheinandergewürfelte Blumenkleider trägt. Sie hat sie in mehreren Schichten übereinander gelegt, wodurch sie eine Art Camouflage-Effekt ausüben. Nelly kann sie nur noch schwer vom Hintergrund unterscheiden. In ihren Händen hält sie eine kleine, verbeulte Trommel. Würde sie nicht dieses Gedicht vor sich her murmeln, wäre sie Nelly wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, obwohl sie zielstrebig und zügig durch das Unterholz spurtet. Was macht sie da? Wo die wohl hin will? Das würde ich zu gerne wissen. Ich habe ja jetzt Zeit und wenn ich leise bin, kann ich ihr vielleicht unauffällig folgen. Vorsichtig setzt Nelly einen Fuß vor den anderen und versucht dabei, auf nichts zu treten, was ein Geräusch von sich geben könnte, das sie verraten würde. Durch das Schleichen ist sie so langsam, dass sie Mühe hat, mit der alten Frau Schritt zu halten. Doch plötzlich bleibt diese stehen und fängt an, mit ihren Fingernägeln auf der Trommel zu kratzen. Während sie das tut, umkreist sie einen Baum, an dessen Stamm eine Schlingpflanze emporwächst. Witzig. Die
Pflanze sieht aus wie eine Boa Constrictor. Nach einer kurzen Weile hängt die Alte ihre Trommel auf den Rücken. Sie kramt in ihren Taschen und zückt ein kleines Messer. Mit diesem schneidet sie junge, frische Triebe der Schlingpflanze ab und packt sie in ihren Beutel. Mittlerweile ist Nelly vom Beobachten der Situation so abgelenkt, dass sie vergisst, weiter auf den Boden zu achten. Mist, hoffentlich hat sie mich nicht gesehen. Ich höre gar nichts mehr von ihr. Ob ich von hier aus vielleicht etwas erkennen kann? Hä? Wo ist sie denn jetzt? Ich kann sie nirgendwo sehen. Okay, Nelly, jetzt reiß dich zusammen. Die wird dir schon nicht den Kopf abreißen. Los jetzt, raus mit dir. Nelly nimmt ihren ganzen Mut zusammen und verlässt ihr Versteck im Gebüsch. Vorsichtig bahnt sie sich ihren Weg zu der Stelle, an der sie die Alte zuletzt gesehen hat. Diese scheint tatsächlich verschwunden zu sein. Abgefahren. Die war ja krass. Das muss ich Finn erzählen. Und was hat die hier eigentlich gemacht? Warum hat sie hier etwas abgeschnitten? Die braut sich bestimmt einen Hexentrank. Ich sollte Finn etwas davon mitnehmen. Vielleicht weiß er ja, was das ist. Wow, was ist das denn? Um an die Triebe zu kommen, biegt Nelly ein paar Äste zur Seite und legt darunter unvermutet ein in den Stamm geritztes Zeichen frei. Sie ist ganz baff. Es scheint sehr alt zu sein und ist schon leicht von Moos überwachsen. Entfernt erinnert es sie an ein Gesicht, wie es die Maori früher dargestellt haben. Nelly kramt in ihrem Rucksack nach einem Block und einem Stift und beginnt zu zeichnen. Während sie ihre Entdeckung zu Papier bringt, fragt sie sich, was Finn zu dieser sagen wird. Apropos Finn. Hey Finn, möchtest du nicht mal Pause machen? Seitdem wir hier angekommen sind, läufst du wie von der Tarantel gestochen mit dem Bild in der Hand rum. Ich hab dich hierher gebracht, um den Tanemahuta in echt zu sehen. Und nicht, damit du die ganze Zeit auf sein Foto glotzt. Lass mich mal. Oder eigentlich könntest du mir hier helfen. Schau mal, mein Vater sitzt auf einem Felsen neben dem Baum. Und ich kann hier weit und breit keinen Felsen entdecken. Zeig mal her. Das ist nicht der gleiche Baum. Hättest du mir das mal früher gezeigt, dann hätte ich dir das auch gleich sagen können, dass das nicht der Tanemahuta ist. Das ist einer von den Heiligen... Ach, vergiss es. Wie? Was meinst du? Na, nichts. Wir sollten uns wieder auf den Weg machen. Jetzt versuch nicht abzulenken. Du wolltest doch gerade was sagen. Es geht dich nichts an. Was geht mich nichts an? Nichts. Ich habe schon zu viel gesagt. Und jetzt los, wir gehen zurück. Das war ja so abgefahren. Kurz nachdem ihr über die Brücke gegangen seid, habe ich so ein Rascheln gehört. Und dann ist da auf einmal so eine alte Frau aufgetaucht. Ich glaube, eine Maori. Ich war total verdutzt. Ich habe mich erstmal versteckt. Als sie dann losgegangen ist, bin ich ihr einfach gefolgt. Sie ist zu einem Baum und da war dieses krasse Zeichen eingeritzt. So eine Fratze. Bestimmt saualt. Da war so viel Moos drüber gewachsen, dass ich es fast gar nicht erkannt hätte. Wie sah das denn aus? Hast du ein Foto gemacht? Nein, aber ich hab's abgezeichnet. Warte mal. Schau hier. Das ist so ein Gesicht. Sieht voll wie so alter Maori-Kram aus. Das habe ich schon mal gesehen. In diesem alten Buch vom Flohmarkt. Das wollte ich dir eh zeigen. Verrücktes Teil. Da hat so ein Typ während einer Expedition nach Neuseeland Tagebuch geführt. Warte, hier. 20. Oktober 1825. Hier sitzen wir nun. Hans Meyer und ich haben heute ausführlich die Karten studiert.
Leider haben wir eine Woche Verspätung. Kapitän McBannister hatte eine riesige Ladung Waffen für die Eingeborenen geladen. Ich möchte nicht wissen, was die Maori damit anstellen werden. Das war später, aber ich schwöre dir, ich habe das Zeichen hier im Buch schon mal gesehen. Zeig mal her. Schönes Buch. Und da ist ja sogar eine Schlange auf dem Einband. Was? Habe ich gar nicht gesehen. Wo denn? Schau hier, da unten. Es sieht so aus, als ob sie sich Richtung Baum bewegt. Crazy! Aber jetzt gib mal her. Ich will dir das Zeichen zeigen. Ich hab's! Das glaube ich jetzt nicht. Das ist haargenau das Gleiche. Wie geil ist das denn? Als ob das alles kein Zufall wäre. Hier unter dem Bild steht was. Eine traditionelle Schnitzerei der Moriori. Ein mir bislang unbekanntes Volk, das zurückgezogen in den abgeschiedenen Wäldern Neuseelands lebt. Im Gegensatz zu den kriegerischen Maori scheinen die Moriori eine friedliebende Gemeinschaft zu sein. Moriori? Habe ich noch nie gehört. Da dämmert bei mir was. Unser Geschichtslehrer hat mal etwas davon erzählt. Ich lese mal, was hier noch steht. Im Landesinneren sind wir auf eine neue Gruppe der neuseeländischen Bevölkerung gestoßen. Sie nennen sich Moriori. Welche mir bis dato nicht bekannt waren und leben versteckt im Schatten wahrlich beeindruckender Koniferen. Diese werden Kauri-Bäume genannt. Ich war von deren immenser Erscheinung beeindruckt. Für die Moriori sind das offensichtlich heilige Orte, da sie uns nicht in ihre Nähe lassen wollen. Auf unserem sehr beschwerlichen Weg durch den Urwald sind mir immer wieder schwarz-weiß gestreifte Schlangen begegnet. Es scheint, als ob sie von diesen Giganten angezogen werden. Die Moriori behandeln sie wie Haustiere. Im Gegensatz zu unseren einheimischen Führern, die sich eher über eine Fleischeinlage beim abendlichen Mahl freuen. Warte mal, die Gelblippen-Seeschlangen sind doch auch schwarz-weiß gestreift. Weißt du noch? Die, die wir bei der Fahrt vom Flughafen gesehen haben. Boah, gib mal bitte die Karte und den Stift. Hier. Also die erste Schlange habe ich bei Chateau Creek gesehen. Ungefähr dort. Und die hat sich Richtung Mount Aspiring National Park bewegt. Das ist hier. Was machst du da? Ich zeichne eine Linie, in welche Richtung die Schlange sich bewegt hat. Hä? Und die zweite Schlange ist doch Richtung Westen gezogen. Wenn ich die beiden Linien zeichne, überschneiden sie sich unterhalb von Mount Aeolus. Wurde in dieser Gegend nicht dein Vater das letzte Mal gesehen? Was ist, wenn das Foto von ihm dort entstanden ist? Vielleicht gibt es noch mehr solche Bäume. Stimmt. In den neuseeländischen Alpen beim Mount Aspiring National Park war mein Vater oft unterwegs. Mein Bruder ist doch mit seinen Scouts in Makarora. Das ist ganz in der Nähe. Ich glaube... Wenn mein Vater dort gewesen ist, ich muss dahin. Zurück an der Wassermühle angekommen, können es die beiden Hobbyforscher kaum erwarten, sich über ihre neuen Erkenntnisse auszutauschen. Erst langsam wird ihnen bewusst, was sie da entdeckt haben. Während eines ausgiebigen Frühstücks mit pochierten Eiern und dem saftigen hauseigenen Speck reift in ihnen ein Plan. Immer wieder schauen sie sich konspirativ in die Augen. Als die Mutter Kaffee machen geht, platzt es aus Finn heraus. Ich glaube, wir können bestimmt noch mehr über das Verschwinden meines Vaters herausfinden. Meintest du gestern nicht, dass Wobby ganz in der Nähe beim Zelten ist? Lass ihn uns besuchen. Ich denke auch schon die ganze Zeit darüber nach, wie wir meine Eltern überzeugen können. Und was, wenn wir ihnen nur die halbe Wahrheit erzählen? Ich will sie nicht anlügen. Andererseits möchte ich mit dir dorthin. Nach allem, was wir bis jetzt in Erfahrung gebracht haben, bin ich mir sicher, dass wir dort noch mehr finden. Ist doch keine Lüge. Wir lassen nur ein paar Details aus.
solange sie es nicht direkt verbieten? Wenn wir das so machen, müssen wir das richtig gut vorbereiten. Uns darf auf keinen Fall etwas passieren. Meine Eltern sollen sich keine unnötigen Sorgen machen. Psst, meine Mom kommt wieder. Ihr Lieben, euer Cappuccino. Ach, ihr habt es so schön, könnt die Ferien genießen und einfach faul im Garten rumhängen. Ma, da wollte ich gerade mit dir drüber reden. Wir haben überlegt, ob wir Wobby besuchen könnten. Hier fällt uns die Decke auf den Kopf und so ein kleines Campingabenteuer könnte wirklich nicht schaden. Ja, spricht eigentlich nichts dagegen. Aber wir haben, glaube ich, keine Ausrüstung. Bis jetzt war Wobby der einzige Outdoor-Enthusiast in der Familie und der hat seine Sachen schon mitgenommen. Und in 4 Tagen ist sein Zeltlager zu Ende. Also ich weiß nicht, ob wir so schnell etwas organisieren können. Oh bitte, ich kann Miranda und Sam fragen. Die gehen doch immer mit ihren Eltern zelten. Vielleicht wollen die sogar mitkommen. Dann wären wir zu viert. Finn bekommt große Augen, als Nelly den Namen Sam erwähnt. Das würde so Spaß machen, Mom. Also gut, na schön. Wenn ihr ein Zelt und Schlafsäcke auftreiben könnt, spreche ich mit deinem Vater darüber. Mir fällt jetzt auch kein anderer Grund ein, warum es nicht möglich sein sollte. Mom, du bist die Beste! Danke, Lisa. Langsam, langsam. Dein Vater muss erst noch zustimmen. Sofort machen die beiden sich daran, herauszufinden, ob sie die Ausrüstung für ihren Ausflug auftreiben können. Zuerst klingeln sie bei den beiden jungen Nachbarinnen und fragen diese, ob sie sie begleiten wollen und wie es um deren Equipmentlager bestellt ist. Miranda und Sam sind von der Idee begeistert und gemeinsam kramen sie alle notwendigen Dinge aus der Garage. 2 Zelte, 4 Schlafsäcke, Luftmatratzen, Rucksäcke und sogar einen Kocher. Schnell wird ihnen klar, dass sie gut genug gewappnet sind und sie überbringen Nellys Eltern die Botschaft. Ihr Vater hat ebenfalls nichts dagegen und der Spontantrip wird von oberster Stelle abgesegnet. Auch die Nachbareltern geben grünes Licht. Sie beschließen, am nächsten Tag zu starten und nachdem die heimischen Vorratskammern geplündert wurden, bepacken sie den gelben Ford Bronco. In der Nacht planen Nelly und Finn heimlich, wie ihre Mission ablaufen soll. Hey Wobby, gib mir mal bitte den Gummihammer. Hier, Finn. Wo kommt denn jetzt der Zeltnagel durch? Lass mich mal sehen. Wird das heute noch was? Oder müssen wir uns darauf einstellen, die Nacht unter freiem Himmel zu verbringen? Klar. Schön in der Sonne sitzen und doofe Kommentare geben. So habe ich das gern. Fang doch lieber mal an, uns zu erzählen, was ihr ausgeheckt habt. Nicht aufgeben, ihr starken Männer. Lasst doch die Jungs in Ruhe, sie geben sich so Mühe. Soll ich euch irgendwie helfen? Ja, gerne. Nimm mal die Stange und stell dich mit der darüber. Genau. Und jetzt? Tada! Das erste steht. Nelly, was ist jetzt mit dem Plan? Also gut, passt auf. Wir sind uns sicher, dass es hier in der Nähe riesige Kaori-Bäume geben muss. Wir sind davon ausgegangen, dass der Tane Mauta der größte Baum Neuseelands ist. Wir dachten wegen dem Foto, dass wir dort etwas über Finns Vater herausfinden können. Ich bin bestimmt 10-mal um den Baum gerannt und habe ihn mit dem Bild verglichen. Das war definitiv nicht derselbe. Huatari hat das übrigens auch gesagt. Der Baum auf dem Bild scheint auch viel größer zu sein. Hier, schaut mal. Dieser Felsen hier war auch nirgendwo zu entdecken. Auf jeden Fall habe ich diese alte Frau im Wald beobachtet und dann diese Schnitzerei im Baum entdeckt. Hier, schaut, ich habe sie abgezeichnet. Und Finn hat es wiedererkannt. Er hat es in so einem alten Buch von einem schottischen Botaniker gesehen. Wir haben festgestellt, dass sie identisch waren. Und in dem Buch stand, dass es von dem Moriori abstammt, eben nicht von dem Maori.
Ich belästige euch jetzt nicht mit allen Details. Auf jeden Fall glauben wir, dass wir am Mount Aeolus noch mehr herausfinden können. Miranda, gib mir mal bitte die Landkarte. Die hier? Genau. Schaut, wir sind jetzt hier und dort ist der Berg. Wir müssen den Working River hinauffahren. Apropos, Wobby, hast du gestern, nachdem wir telefoniert haben, deinen Kumpel noch erreichen können? Bekommt er das Boot von seinem Vater? Ja, das geht klar. Aber ihr müsst beim ersten Tageslicht los, da er das Boot bald zurückbringen muss. Übermorgen kann er euch dann spät nachmittags wieder abholen. Es können halt nur zwei in dem Teil mitfahren. Die sind so krass. Die haben Jetantrieb. Aber ihr werdet morgen schon selbst erleben, wie die Teile abgehen. Danke, Wobby. Voll gut, dass es klappt. Und es macht nichts, dass nur zwei Passagiere Platz haben, da Miranda und Sam hier die Stellung halten werden. Unsere Eltern würden uns ja eigentlich nicht alleine in die Wildnis lassen. Deswegen haben wir ihnen nichts davon erzählt. Und da kommt ihr beiden ins Spiel. Wäre es in Ordnung, wenn wir unsere Handys bei euch lassen, damit ihr gegebenenfalls auf Nachrichten antworten könnt? Meine Mom denkt, dass es hier keinen guten Empfang gibt. Es reicht völlig aus, wenn ihr morgens und abends ein Lebenszeichen sendet. Ich würde sagen, Miranda, du kümmerst dich um meins. Und Sam bekommt das von Finn. Da meldet sich höchstens unsere Oma mal. Klar, das kriegen wir hin. So, so, Finns Handy. Ich glaube, da wirst du nicht viel Spannendes entdecken. Ich wollte doch nicht spionieren. Alles gut. Ich wollte dir nichts unterstellen. Aber deine Blicke sind mir schon aufgefallen. Leider ist Finn dann nicht so aufmerksam. Ich fände es schön. Ich weiß gar nicht. Ich hab doch nur... Schon gut, der Wild. Was flüstert ihr da? Das ist unhöflich. Nichts, nichts. De mulieribus. Nicht für den Plan relevant und nicht für eure Ohren bestimmt. Demo was? Ihr seid öde mit eurem Latein. Zurück zum Plan. Wie geht's nach dem Jetbootfahren weiter? Wir gehen zu Fuß weiter. Schaut hier, wo die Täler sich kreuzen, gibt es einen alten Weg zur Siberia-Hütte. Wir gehen aber nur bis zu dieser Stelle und folgen dann dem gestrichelten Pfad. Das hier scheint ein guter Platz zu sein, um ein Lager aufzubauen. Übermorgen kommen wir zurück zum Treffpunkt. Das Wichtigste ist, dass ihr uns den Rücken frei haltet. Wir wissen ja auch nicht, was passieren wird oder was wir finden werden. Und was ist, wenn euch etwas zustößt? Uns wird schon nichts passieren. Das ist ja keine Expedition zum Mount Everest. So, den Rest müsst ihr alleine schaffen. Ich muss zurück zur Gruppe. Ich komme morgen früh um 6 und bringe euch zum Jetboot. Brumm, 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 brumm. Danke, dass du mitmachst, Wobby. Ja, danke, Wobby. Bis morgen. Ciao, ciao. Wer von euch hat noch so großen Hunger? Ich mach mal ein paar Ravioli-Dosen warm. Oh, yay! Frühmorgens am nächsten Tag düsen unsere zwei Abenteurer mit dem Jetboot über den Wilkin River. Mit einem Affenzahn rauschen sie über das Wasser. Das Licht der aufgehenden Sonne taucht die abgeschiedene Landschaft in sanftes Gold. Sie genießen dieses wunderbare Schauspiel. Ihr junger Pilot macht sich einen Spaß daraus, besonders nah an Felsen und Baumstämmen vorbeizufahren, um seine beiden Passagiere ein wenig zu erschrecken. Gelegentlich klappt es, was sich in freudigen Aufschreien ausdrückt. Doch trotz aller rasanten Manöver zieht der sagenhafte Ausblick die beiden immer wieder in seinen Bann. Der wilde Fluss ist meist 20 Meter breit und ziemlich flach. Hin und wieder treffen sie mit dem Boot auf Untiefen aus Steinen. Dem Kapitän gelingt es jedes Mal mühelos, das Boot über diese Hindernisse zu manövrieren. Das Tal ist von einem saftig grünen Wald durchzogen. Ab und zu erscheinen am Horizont schneebedeckte Gipfel und Bergkämme. Nach einer halben Stunde ist das Ziel erreicht.
Die beiden springen adrenalingeladen vom Boot und ihr Chauffeur macht sich sofort auf den Rückweg. Der Jetantrieb ist selbst außer Sichtweite noch eine Weile zu hören. Ui, da war das böse. Wie der um die Kurven gezwirbelt ist. Ich freue mich schon auf die Rückfahrt. Dann sage ich ihm, dass er mal so richtig Gas geben soll. Boah, nee. Warum müsst ihr Jungs immer so übertreiben? Sobald es um Motoren geht, schaltet ihr einfach euer Hirn aus. Aber ich muss ja zugeben, das war wirklich aufregend. Und die Wildnis hat mich total geflasht. So muss es im Auenland aussehen. Du hast doch keine Ahnung. Das ist der Elbenwald. Und siehst du die beiden Bäume da vorne? Das ist der geheime Eingang vom verwunschenen Pfad. Na dann los, bevor das Tor sich wieder schließt. Laut Karte müssen wir jetzt ein kurzes Stück durch den Wald. Und wenn wir dann wieder auf den Fluss treffen, geht es rechts auf die Anhöhe. Von da aus sehen wir wahrscheinlich das erste Mal unser Tagesziel. Ja, und für Brotzeit wird es dann auch höchste Zeit. Es dauert nicht lange, bis die Wanderer ihr erstes Etappenziel erreicht haben. Finn stürzt sich sofort auf den Proviant. Nachdem sich Nelly ebenfalls ein Sandwich genommen hat, beginnt sie erneut die Karte zu studieren. Wir sind jetzt hier. Da drüben auf der Westflanke des Mount Aeolus haben wir unser Kreuz gemacht. Was? Wo? Schau dort, die roten Felsen, oberhalb von dem Geröllfeld. Da sollten wir bis heute Nachmittag sein. Das ist zwar über der Baumgrenze, aber dort haben wir den besten Überblick. Man kann von da oben wahrscheinlich das ganze Tal einsehen. Aha. Und wo wollen wir pennen? Hinter dieser Talbiegung bei dem kleinen Wald sollte die Wiese sein, auf der wir unser Zelt aufschlagen. Das Beste ist, wir gehen vorher dort vorbei, dann können wir gleich das Zelt aufbauen und ohne Gepäck weiter. Das Wäldchen vor dem Steilhang? Das wird bestimmt noch 2 Stunden dauern, bis wir uns durch dieses Dickicht gekämpft haben. Wir wären schneller, wenn du nicht alle 5 Minuten Futterpause machen würdest. Jetzt übertreib mal nicht. Und von mir aus können wir weiter. Ich kann mich auch während des Gehens um meinen erhöhten Energiebedarf kümmern. Haha, ich glaub dir kein Wort. Iss mal lieber noch einen Müsli-Riegel, bevor du unterwegs wieder zu quengeln anfängst. Tatsächlich erreichen sie die Wiese, welche sie sich für ihr Nachtlager ausgesucht haben, deutlich früher. Das nützt ihnen allerdings nicht viel, da sie die gewonnene Zeit beim unerfahrenen Aufbauen des Zeltes wieder verlieren. Das zurückgelassene Gepäck vereinfacht ihnen dafür das Vorwärtskommen. Beim finalen Anstieg zu ihrem Tagesziel erforschen sie aufmerksam die Umgebung, voller Hoffnung, den Baum zu finden. Ab hier musst du ohne mich weiter. Jetzt wird es mir wirklich zu steil. Die restlichen paar Meter schaffst du ja wohl auch alleine. Na gut, Cousinchen. Ohne dich bin ich ja dann spätestens in einer halben Stunde wieder zurück. Das will ich erst mal sehen. Aber ehrlich, hoffentlich entdeckst du was. Als Finn auf dem Plateau ankommt, eröffnet sich ihm ein grandioser Blick über das gesamte Tal. Unter ihm erstreckt sich ein grünes Meer aus Baumwipfeln, nur unterbrochen durch die Biegung des Wilken River, der sich zügig seinen Weg immerfort talwärts bahnt. Finn folgt ihm mit scharfem Blick Richtung Osten. In den dicht bewaldeten Bergflanken fällt ihm nichts Außergewöhnliches auf. Bei seiner Suche schwenkt er seinen Fokus flussaufwärts Richtung Westen. Auch hier bietet sich ihm ein ähnliches Bild. Das Seitental, welches sie in der Karte mit dem Kreuz markiert hatten, erweist sich als spärlich bewaldet und zunehmend macht sich bei Finn die Enttäuschung breit. Plötzlich weht ihm ein heftiger Windstoß fast sein Cap vom Kopf. Aus den Gedanken gerissen sieht Finn nach oben und bemerkt eine riesige Unwetterfront, die sich langsam über den Gebirgskamm vor ihm schiebt. In der Hoffnung, es noch trocken ins Nachtlager zu schaffen, macht er sich sofort auf den Rückweg zu seiner Cousine. Nelly, schnell, pack deine Sachen! Da rollt ein Gewitter auf uns zu! Wenn wir uns jetzt beeilen, können wir es vielleicht noch vor dem Regen ins Zelt schaffen! Los, los, los! Just im selben Moment
beginnen die ersten dicken Regentropfen vom Himmel zu fallen. Unsere beiden Abenteurer begeben sich ohne Umschweife auf den Weg zurück zu ihrem Schlafplatz. Während sie ins Tal hinablaufen, herrscht absolutes Schweigen. Nelly hatte die Enttäuschung in Finns Augen wahrgenommen. Gerade rechtzeitig, bevor das Unwetter richtig loslegt, erreichen sie das schützende Zelt. Hey, pass doch auf, dein Pulli ist total nass. Ach, hör auf, deine schlechte Laune an mir auszulassen. Ich kann doch auch nichts für das Unwetter. Das Wetter kann niemand was. Für den nassen Pulli in meinem Nacken aber schon. Ist ja gut. Reg dich nicht so auf. Sag mal, regnet es hier rein? Das Zelt ist dicht. Das Einzige, was hier tropft, bist du. Och, jetzt hätte ich gerne einen warmen Kakao. Wie kannst du jetzt an so einen Mist denken? Wir sind völlig umsonst hergekommen. Schade, Finn, dass du den Baum nicht entdecken konntest. Weißt du was? Ist doch alles sinnlos. Ich will nicht schlafen. Na dann, gute Nacht. Mitten in der Nacht wird Nelly aus dem Schlaf gerissen. Irgendetwas hat sich in ihren Haaren verfangen und zupft und zerrt daran. Völlig umnachtet richtet sie sich in ihrem Schlafsack auf und greift danach. Ihre Finger ertasten etwas Festes, eine Art Panzer und mehrere Beine. Da der vorangegangene Tag mit all seinen aussichtslosen Anstrengungen ihr immer noch schwer in den Knochen steckt, ist Nelly völlig verwirrt und fängt nur langsam an, die Situation zu begreifen. Mit ihrer linken Hand zieht sie sich etwas Zappelndes aus den Haaren. Zeitgleich sucht sie hektisch mit der rechten nach ihrer Taschenlampe. Während Nellys Augen sich langsam an das helle Licht gewöhnen, beginnt sie zu begreifen, wer der nächtliche Besucher ist. Hab ich mich erschrocken. Wer bist du denn? Aber krass, du bist doch ein Weber. Bis jetzt hatte sie die heuschreckenartigen Insekten nur präpariert im Naturkundemuseum gesehen. Was einen wohl aufs Erste verwundert, da diese eine beachtliche Körpergröße von knappen 10 Zentimetern erreichen können. Wenn man aber weiß, dass sie sehr scheue Insekten sind, macht es schon mehr Sinn, dass kaum einer je ein Veta zu Gesicht bekommen hat. Ich kann dich schon verstehen. Bei dem Unwetter würde ich mir auch ein lauschiges Plätzchen suchen. Geblitzt. Und Finn, du schnarchst immer noch munter vor dich hin. Gerade als Nelly sich wieder beruhigt hatte, erschüttert ein Grollen das Tal so heftig, dass sie sogar den Boden unter dem Zelt vibrieren spürt. Nachdem Nelly das Veta sorgsam im Vorzelt abgesetzt hat, klettert sie zurück in ihren Schlafsack. Trotz all der Aufregung fällt sie sofort in einen tiefen Schlaf. Und auch das Veta findet einen trockenen Platz für die Nacht.
Morgen, Nelly. Oh, guten Morgen, Finn. Wie lange bist du denn schon wach? Ich bin so um 7 aufgewacht. Schau mal da hoch. Da hat's überall geschneit. Eieiei, das ist ja höchstens 100 Meter über uns. Ja, ich bin vorhin mal hochgelaufen, aber das ist jetzt total rutschig mit dem Schnee und man sieht gar nicht, wo man hintritt. Meine Schuhe sind total durchnässt. Lass uns umkehren, da oben friere ich mir nur die Zehen ab. Ich dachte, wir können uns hier heute noch ein bisschen umschauen. Nee, das macht keinen Sinn mehr. Und ich brauche trockene Socken. Die von gestern sind auch noch klatschnass. Das dauert noch ewig, bis wir mit dem Boot abgeholt werden. Sollen wir nicht lieber ein Feuer machen, um dich aufzuwärmen? Habe ich schon probiert, aber es ist weit und breit kein trockenes Holz zu finden. Das Mistwetter hat seine Arbeit gründlich gemacht. Jetzt ist es 7:45. Ich möchte einfach so schnell wie möglich zurück. Außerdem ist mir beim Gehen vielleicht nicht ganz so kalt. Na gut, dann beeile ich mich mal mit Zusammenpacken. Während Finn von einem Bein aufs andere hüpfend versucht, seinen Körper wieder auf Betriebstemperatur zu bringen, kramt Nelly ihre Ausrüstung aus dem Zelt und beginnt sich fertig zu machen. Ihre Klamotten sind noch feucht vom letzten Tag, aber so schlimm wie Finn hat es sie nicht erwischt. Sie beschließen, am Fluss entlang zurückzukehren, in der Hoffnung, per Anhalter mit einem Jetboot so schnell wie möglich zurück zu den anderen zu kommen. Schnellen Schrittes stapfen sie über den rutschigen Waldboden bergab Richtung Fluss. Am Wilkin-River angekommen, wenden sie sich nach links und folgen seinem Lauf. Obwohl sie immer wieder aufmerksam nach einer Mitfahrgelegenheit Ausschau halten, scheint ihnen das Wetter einen Strich durch die Rechnung zu machen. Am späten Vormittag haben sie den verabredeten Treffpunkt fast erreicht. Schau mal da vorn, was ist denn da passiert? Es sieht so aus, als ob der Sturm die ganzen Bäume umgeweht hat. Nein, ich glaube, das war nicht der Sturm. Da sind lauter Felsen. Vielleicht war das heute Nacht ja gar kein Donner, sondern ein Erdrutsch. Erdrutsch? Donner? Ich verstehe nur Flughafen. Ich bin mitten in der Nacht von einem Wetter geweckt worden. Und als ich es ins Vorzelt gesetzt habe, hat es draußen so laut gedonnert, dass alles gewackelt hat. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. Wetter? Was? Jetzt kapiere ich gar nichts mehr. Okay, ich erzähle es dir. Leg mal los. Aber lass uns schnell weitergehen. Ich will mir das mal genauer ansehen. Während sie ihren Weg über die glitschigen Steine fortsetzen, beginnt Nelly über ihre nächtlichen Erlebnisse zu berichten. Nach einer Weile müssen sie in das hohe Gras neben dem Flussufer ausweichen, da der Wasserstand durch den Regenfall deutlich angestiegen ist. Finn ist es inzwischen egal, dass er ständig durch Pfützen laufen muss. Seine Schuhe sind vom Schlamm sowieso völlig durchnässt. Nelly indessen hat Glück gehabt. Ihre Wanderschuhe haben bisher komplett dicht gehalten. Dass Finn immer mehr unter dem schlechten Zustand seiner Ausrüstung leidet, bleibt ihr nicht verborgen. Sie macht sich zunehmend Sorgen um ihn. Einige Kilometer weiter macht sich ebenfalls jemand Sorgen. Der Jetboot-Pilot hat Wobby gerade die Hilfsbotschaft überbracht, dass irgendwas im Tal passiert sein muss und deswegen zu wenig Wasser im Wilkin River ist, um die beiden Wanderer mit dem Boot abholen zu können. Ich fass es nicht. Was sollen wir denn jetzt machen? Ich weiß auch nicht. Hoffentlich geht es Ihnen gut. Ich glaube, am besten wäre es, wenn wir unsere Eltern anrufen. Nein! Wenn sie erfahren, dass wir sie angelogen haben, sind sie bestimmt voll sauer auf uns. Ich glaube, ich weiß was. Ich hole die Jungs aus dem Camp und wir starten eine Suchaktion. Wir sind Scouts, wir können sowas. Das halte ich für keine gute Idee. Nimm es mir nicht böse, Wobby. Aber wenn eine Horde 12-jähriger Jungs ohne Aufsicht durch die Wildnis rennt, macht das die Situation auch nicht gerade entspannter. Es reicht, dass wir nicht wissen, wo Nelly und Finn sind. Können wir nicht noch etwas abwarten? Die sind bestimmt schon auf dem Weg hierher. Also vor heute Abend vermisst sie ja keiner. Na gut, dann warten wir noch bis heute Nachmittag. Aber dafür musst du mir versprechen, dass du nichts auf eigene Faust unternimmst, Wobby. Okay? Und
Sag mal, musst du nicht ins Kochzelt? Du hast auch erzählt, dass du heute Küchendienst hast. Ach du Schande! Du hast recht. Ich muss sofort los. Ich mache mir echt Sorgen. Komm, lass uns ihnen ein kleines Stück entgegengehen. Ich würde so gern wissen, wo Finn und Nelly gerade sind. Nellys Vermutung erweist sich unterdessen als völlig richtig. Vor ihnen zeigt sich das volle Ausmaß der Katastrophe. Eine enorme Gerölllawine hat sich ihren Weg ins Tal gebahnt. Große Mengen von Schlamm und Felsen haben einen natürlichen Damm gebildet. Unterhalb dieser massiven Barriere hat der Fluss bereits begonnen, sich zu einem breiten See auszuweiten. Siehst du das? Dort! Da bewegt sich doch was! Du hast recht. Da ist jemand. Der winkt uns zu. Schnell, lass uns nachschauen, was er von uns will. Hier stimmt was nicht. Warum steht der mitten im Wasser? Hey, alles in Ordnung bei Ihnen? Tayana, bin ich froh, dass ihr hier seid. Mein Arm steckt unter dem verfluchten Felsen fest. Heute Nacht hat mich der Bergsturz überrascht. Ich wollte mich noch über den Fluss in Sicherheit bringen, doch ich hatte keine Chance mehr. Das ging alles viel zu schnell. Das ist ja schrecklich. Komm, Finn, pack mal mit an. Da rührt sich nichts. Das ist viel zu schwer. Ich will euch nicht unnötig stressen, aber wenn der Flusspegel weiter so rasant ansteigt, dann werde ich hier noch ertrinken. Bald ist mein Kopf unter Wasser. Wir brauchen irgendwas, das wir als Hebel verwenden können. Finn, vielleicht findest du in den Wäldchen da drüben einen Ast oder so, mit dem wir den Mann befreien können. Entschuldigung, wie ist eigentlich Ihr Name? Ich bin Timothy. Und du? Nelly. Schön, dich kennenzulernen. Ich dachte, ich wäre hier alleine und war langsam am Verzweifeln. Bei Rangi, ich möchte mir gar nicht ausmalen, was mir widerfahren würde, wenn ihr nicht aufgetaucht wärt. In letzter Sekunde schaffen sie es, Timothy aus seiner misslichen Lage zu befreien. Leider stellen sie dabei fest, dass sein Arm mehrfach gebrochen ist. Sie bringen den deutlich geschwächten Mann ans Ufer und beginnen, die Verletzung notdürftig zu versorgen. Das müssen wir schienen. So werde ich nicht weit kommen. Finn, du hast die Verbandstasche im Rucksack. Gib mir mal ein Dreieckstuch. Und die Rosinen. Timothy braucht Blutzucker. Ja, klar. Hier, wir müssen dich so schnell wie möglich zurück nach Makarora bringen. Das muss in einem Krankenhaus verarztet werden. Ich befürchte, das ist keine gute Idee. Der Damm hier kann jederzeit brechen. Und wenn das passiert, sollte man sich nicht auf der anderen Seite befinden. Die Wassermassen würden alles wegspülen, was sich ihnen auf dem Weg ins Tal entgegenstellt. Und wir haben unsere Telefone nicht dabei. Was sollen wir jetzt machen? Wir können nicht mal Hilfe holen. Aber hier bleiben können wir auch nicht. Sonst erfriert ihr mir noch. Wenn der Arm geschient ist, werde ich schon wieder laufen können. Im nächsten Tal gibt es eine Hütte. Dort ist mein Kumpel Nikau. Der kann mit seinem Handy die Bergrettung verständigen. Das dauert doch ewig, bis wir da drüben sind. Ich finde, wir sollten lieber das Risiko auf uns nehmen und direkt durch das Tal zurückgehen. So sind wir doch viel schneller. Finn, du hast Timothy doch gehört. Das ist viel zu gefährlich. Ich will nicht, dass noch mehr passiert. Wir sollten auf ihn hören. Ja, okay. Aber wie geht es dann weiter? Seht ihr den Pass da drüben? Da müssen wir rüber. Hier können wir aber nicht mehr über den Fluss. Das Wasser ist mittlerweile zu tief. Wir müssen ein Stück Fluss aufwärts, bis wir eine Stelle finden, an der wir auf die andere Seite kommen.
Der steile Aufstieg zum Pass gestaltet sich schwieriger als gedacht. Nelly muss den geschwächten Timothy dabei stützen, da dieser trotz seines starken Willens nicht mehr in der Lage ist, sich selbst den Berg hinaufzukämpfen. Alle paar Meter müssen sie anhalten, um ihre Kräfte zu mobilisieren. Finn hat mittlerweile sichtbare Probleme, mit ihnen Schritt zu halten. Er ist total durchfroren und es zeigen sich bei ihm die ersten Anzeichen einer Erkältung. Oberhalb der Baumgrenze beginnt der Neuschnee zu schmelzen. Bedauerlicherweise können sie die wärmenden Strahlen der mittlerweile über den Zenit gewanderten Sonne nur kurz genießen, da sie jetzt in den schattigen Nordhang queren müssen. Mist, wartet mal, der Boden ist so glatt. Ich rutsch ständig aus und mit diesen Pseudo-Wanderschuhen habe ich überhaupt keinen Grip. Lass uns mal kurz halten. Hey Finn, du bist ganz bleich. Du zitterst am ganzen Körper. Trink mal lieber was. Ich muss mich setzen. Mann, bin ich fertig. Kommt, lasst uns noch bis davor gehen. Auf der geraden Fläche könnt ihr nicht so leicht wegrutschen. Maulend folgt Finn Nellys Vorschlag und versucht den beiden ungeschickt über das Eis schlittern zu folgen. Timothy, bist du dir sicher, dass wir hier richtig sind? Hier geht es überall steil runter. Doch, doch. Schau da vorne. Das ist der Weg. Dort kann man sich an einem Drahtseil festhalten. Sag mal, machst du Witze? Das ist doch lebensmüde. Wie sollst du das mit deinem Arm denn hinkriegen? Das ist unmöglich. Und Finn wird mit seinen Schuhen ausrutschen. Es muss eine andere Möglichkeit geben. Das ist der einzige Weg. Wenn wir langsam und vorsichtig sind, schaffen wir das. Nein, das geht nicht. Hier können wir nicht weiter. Nelly, ich verstehe dich ja. Aber wenn Timothy sagt, dass wir nur hier weiterkommen, dann ist es jetzt an dir, dich zusammenzureißen. Was ist denn los? Nelly hat Höhenangst. Allerdings hat sie recht. Du und ich kommen da alleine nicht rüber. Wir brauchen einen guten Plan. Scheiße, mir wird schwindelig. Lass mich bitte mal kurz in Ruhe. Ich muss mich hinsetzen. Nelly, ziemlich abgeschreckt von der Idee, mit zwei Versehrten eine Kletterpartie über einen eisigen Hang zu machen, begreift nach und nach, dass sie handeln muss. Obwohl sich alles in ihr sträubt, ist ihr klar, dass es jetzt von ihr abhängt, ob sie die Hütte heute noch erreichen. Denn unter diesen Umständen hätte eine Nacht im Freien wohl ziemlich schreckliche Folgen. Also gut, ich probiere es. Wie machen wir es? Am besten bringst du erst Finn rüber. Der hat noch zwei Arme und kann dann helfen, mich am anderen Ende den Felsen hinaufzuziehen. Sehe ich das richtig? Ich muss da insgesamt dreimal rüber? Ihr spinnt doch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das schaffst du. Das sind doch nur 20 Meter. Ja, ja. Eigentlich sind das nur 20 Meter. Aber 20 Meter sind halt auch 20 Meter zu viel. Warte, Nelly. Hier, nimm meinen Gürtel. Wenn du den als Schlaufe im Drahtseil einhängst, hast du die andere Hand frei und kannst uns damit halten. Nur bei den Wandhaken müssen wir sehr vorsichtig sein. Da muss man die Schlaufe umhängen. Komm, ich geh ja mit. Und schau nicht nach unten. Einfach einen Fuß nach dem anderen fest auf den Boden setzen. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Ich... Scheiße. Also, dann... Dann brauche ich jetzt aber eine Umarmung. Finn bemerkt, dass Nelly jetzt auf ihn angewiesen ist. Ihm wird klar, dass er jetzt die treibende Kraft verkörpert. Mit steif gefrorenen Händen befestigt er den Gürtel an dem Drahtseil und erklärt ihr, wie es weitergehen muss. Also los, Nelly. Ich gehe vor. Ich halte mich mit meinen eigenen Händen fest. Du hängst dich mit deiner linken Hand in die Schlaufe. Mit der rechten hältst du mich an meinem Hosenbund fest, damit ich nicht wegrutsche. Bei den Wandhaken müssen wir die Schlaufe wechseln. Da halte ich dich dann. So sind wir immer halbwegs gesichert. Und Cousinchen, denk dran, immer schön mich anschauen. Blick oben halten. Okay, dann ist es wohl soweit. Versuchen wir es. Aber ganz, ganz langsam, ja? Halt mich richtig auf Zug! Dafür bin ich nicht stark genug.
Eben deswegen sollst du mich stabilisieren, damit ich erst gar nicht ins Schlittern komme. Ja, so, jetzt hast du mich. Nicht so schnell. Alles gut. Noch ein kleines Stück, dann sind wir beim ersten Haken. Und jetzt? Jetzt nimm das Drahtseil fest in die Hand und sicher mich. Dann kann ich den Gürtel öffnen und auf der anderen Seite wieder einhängen. Ich kann die Schlaufe nicht loslassen. Ich bin total verkrampft. Nelly, lass mich jetzt nicht im Stich. Auf jetzt! Ich hab's. Es ist so kalt. Beeil dich bitte. Bleib ruhig. Ist schon umgehängt. Hier, nimm. Wir können weiter. Finn verbirgt vor Nelly, dass seine Finger von der Kälte inzwischen ganz taub geworden sind. Mit Mühe und Not versucht er, vor Nelly souverän zu wirken und sie durch seine eigene Stärke zu entlasten. Beim zweiten Wandhaken gelingt ihm der Gürtelwechsel nur noch sehr schwerfällig. Halb zu sich selbst redet er weiter auf Nelly ein. Zwei Drittel haben wir schon. Du machst das großartig. Mir ist ziemlich mulmig. Kann das nicht einfach vorbei sein? Okay, letzter Wechsel. Gleich sind wir drüben. Mich dreht's. Ich glaube, ich kann nicht mehr weiter. Bleib jetzt bloß nicht stehen. Vergiss nicht zu atmen. Ganz gleichmäßig, so wie ich. Mann, Mann. Jetzt stemm deinen Fuß hier rein und halte dich mit beiden Händen fest. Ich kletter dann hoch und helfe dir rauf. Unter Aufbietung seiner letzten Reserven zieht Finn Nelly das Felsstück zu sich hinauf. Sofort kauert sie sich schwer atmend auf das Plateau. Doch bevor sie Zeit hat, sich auszuruhen, fällt Finn neben ihr in den Schnee. Finn, was ist mit dir? Finn! Ich kann meine Finger nicht mehr bewegen. Und mir ist total kalt. Lass mal sehen. Die sind ja richtig blau. Du hast gar nichts gesagt. Weiß nicht. Ich dachte, das geht irgendwie. Wir haben es ja auch geschafft. Du Scherzkeks. Ich muss noch mal zurück. Timothy holen. Wie soll das gehen? Nelly, wenn du das mit mir hingekriegt hast, sollte es für dich alleine kein Problem sein. Aber lange kannst du hier nicht warten. Du holst dir hier draußen noch den Tod. Ich bin erstmal safe. Hier, ich brauche jetzt meinen Gürtel nicht mehr. Nimm ihn. Da kannst du dir eine zweite Schlaufe basteln. Dann bist du auch alleine immer gesichert. Was verlangt ihr bloß von mir? Aber ich habe ja keine andere Wahl. Timothy hat sonst keine Chance. Nelly gibt sich nochmal einen Ruck und befestigt den zweiten Gürtel an dem Sicherungsseil. Vorsichtig lässt sie sich vom Felsen zurück auf den eisigen Pfad gleiten. Ihr Herz rast und ihr Atem wird immer schneller. Zentimeter für Zentimeter schiebt sie sich ein weiteres Mal über den Abgrund. Ihre Angst übernimmt dabei immer mehr die Kontrolle. Kurz vor dem Sicherungswechsel verlässt sie ihr letzter Mut und sie bleibt wie zur Salzsäule erstarrt stehen. Timothy sieht das vom anderen Ende der schwierigen Passage. Das machst du gut. Jetzt kannst du den ersten Gürtel öffnen. Ich kann gar nichts mehr. Konzentrier dich auf meine Stimme. Wenn du mit beiden Füßen Halt hast, kannst du die linke Schnalle öffnen. Ah! Gerade noch rechtzeitig umklammert ihre rechte Hand den Gürtel. Beim Versuch, die Schlaufe wieder einzuhängen, ist Nelly der zweite Gürtel durch die Finger gerutscht. Das Ergebnis ihres gescheiterten, panischen Fangversuches ist, dass Nelly jetzt nur noch mit dem rechten Arm an der improvisierten Sicherheitsschlaufe hängt. Unglücklicherweise hat sie das Gleichgewicht verloren und ist mit beiden Füßen über die vereiste Wegkante in den Steilhang gerutscht. Sie beginnt zu realisieren, in welche gefährliche Lage sie sich da manövriert hat. Nelly? Nelly, was ist los? Sie ist abgerutscht. Fuck, ich kann mich nicht mehr halten. Bleib ruhig, du musst aufhören zu pendeln. Hilfe! Nelly, du kannst dir jetzt nur selbst helfen.
Ich werde dich dabei unterstützen. Ich sag dir, was du tun sollst. Und du, Finn, bleib oben. Du bist zu schwach. Mit deinen glatten Sohlen wirst du es nicht schaffen, sie zu retten. Langsam sammeln sich Nellys Gedanken wieder und sie begreift das ganze Ausmaß ihrer misslichen Lage. Unter mehrmaligem Schlucken nimmt sie ihren ganzen Mut zusammen, blickt sich um und sieht, wie Finn den Vorsprung hinunterklettert, um ihr zu Hilfe zu kommen. Finley, geh sofort zurück! Mach keine Dummheiten! Irgendwie komme ich hier schon wieder rauf! Nein! Ihr hört jetzt beide nur noch auf mich. Finn, du bleibst, wo du bist. Und Nelly, hör genau zu. Halt dich mit beiden Händen fest und zieh dich langsam rauf bis zum Drahtseil. Ja, genau. Gut so. Häng dich richtig zurück. Jetzt kannst du deine Beine in die Wand stemmen. Ja, weiter. Niemand möchte wohl gerade in Nellys Haut stecken. Über dem tiefen Abgrund, nur noch an einem alten Gürtel hängend, kämpft sie gegen ihre Höhenangst an. Glücklicherweise entfaltet das Adrenalin und seine Wirkung in ihrem limbischen System. In ihr erwacht eine Kraft, die sie so noch nie zuvor gespürt hat. Auf einmal geht alles wie von selbst. Ihr gelingt es, das Drahtseil zu ergreifen und sie hangelt sich die letzten verbleibenden Meter zurück zu Timothy, welcher ihr seinen gesunden Arm entgegenstreckt. Geschafft! Du hast den sicheren Boden unter deinen Füßen zurück. Was machst du nur für Sachen? Das war ganz schön knapp. Aber es ging ja noch mal gut. Ich hatte plötzlich gar keinen Bammel mehr. Am besten, wir gehen gleich weiter. Los, bevor ich es mir anders überlege. Wie ausgewechselt übernimmt Nelly nun die Führung. Sie lotst sich und Timothy ein weiteres Mal über die Gefahrenstelle. Obwohl Timothy nur einen Arm zur Verfügung hat, kommt ihnen seine Erfahrung in den Bergen zugute. Auch sein festes Schuhwerk ist sehr hilfreich. Sicher erreichen sie die gegenüberliegende Seite. Nachdem Finn die beiden auf sein Plateau gezogen hat, fallen sie sich alle in die Arme und beginnen erleichtert zu lachen. Lange können sie den Augenblick nicht auskosten, denn um die Hütte vor Anbruch der Dunkelheit zu erreichen, müssen sie sofort mit dem Abstieg beginnen. Zur gleichen Zeit klingelt in der Wassermühle das Telefon. Hallo, Joseph hier. Dad, es ist was passiert. Nelly und Finn sind nicht zurück. Es gab anscheinend einen Erdrutsch in dem Tal. Langsam, langsam, Wobby. Was heißt das? Sie sind nicht zurückgekommen. Wieso sind sie nicht bei euch? Das kann ich dir nicht erzählen. Bitte kommt sofort her. Wir müssen sie suchen. Ist was passiert? Ich weiß auch nicht. Es ist Wobby. Er sagt, es hat einen Erdrutsch gegeben. Und Nelly und Finn sind nicht zurückgekommen. Was? Ich verstehe nicht. Ach, gib mal den Hörer. Wobby, was ist mit Nelly? Mama, bitte. Ich weiß es nicht. Kommt einfach her. Es ist wirklich ernst. Okay, Wobby. Ist denn irgendein Erwachsener bei euch in der Nähe? Hier ist überall Feuerwehr und Polizei. Aber die hören mir nicht zu. Die schreien nur laut rum und räumen das ganze Camp. Wobby, du gibst mir jetzt sofort den Campleiter. Und du, Joseph, hol das Auto aus der Garage. Wir fahren zu den Kindern. Können wir kurz anhalten? Ich bin voll am Ende. Wir haben es gleich. Halte noch kurz durch. Das sagt sich so leicht. Werd jetzt nicht unhöflich. Seht, da vorne.
Wir haben es geschafft! Nahezu auf dem Zahnfleisch kriechend erreichen die Hilfesuchenden die ersehnte Moriori-Hütte. Diese wurde geschickt auf Stelzen über dem unwegsamen Untergrund errichtet. Nelly, zwar unversehrt, aber ebenfalls erschöpft, hilft Timothy die Stufen zum Eingang hinauf. Seltsam, die Tür ist verschlossen. Nikau, Nikau, bist du da? Ernsthaft? Alles umsonst? Jetzt lass uns erst mal reingehen. Nelly, nimm mal bitte die Kette, die um meinen Hals hängt. Da ist der Schlüssel dran. Okay. Rein mit euch. Es ist noch nicht ganz abgekühlt. Wir müssen erstmal aus den nassen Klamotten raus. Schau mal in der Truhe dort am Fenster. Da sind Decken. Finn, leg dich neben den Ofen. Den heiz ich gleich ein. Warte, das mache ich. Deckt ihr zwei euch mal ordentlich zu und ruht euch aus. Ich gehe Holz holen. Als Nelly wieder zurückkommt, sind die anderen bereits eingeschlafen. Da ihr Vater immer mit ihr Feuer gemacht hat, braucht sie nicht lange, um in der kleinen Hütte für eine wohlige Wärme zu sorgen. Sie kuschelt sich in ihre Decke und blickt aus dem Fenster. Noch bevor sie ihre Gedanken ordnen kann, fallen auch ihr die Augen zu. Als sie ihre Augen wieder öffnet, bemerkt sie, dass es mittlerweile dunkel geworden ist. Schlagartig kommen ihr die Ereignisse des letzten Tages wieder in den Sinn. Sie hält eine Weile die Hand auf Finns Stirn, über dessen bleiches Gesicht kleine Schweißperlen rinnen. Sein Kopf ist ganz heiß. Durch die Sorge um ihren Cousin wachgerüttelt, weckt Nelly Timothy auf. Hey Timothy, Finn ist richtig krank und ich weiß nicht, wie ich ihm helfen kann. Außerdem muss ich unbedingt meine Eltern anrufen. Beruhige dich, warte. Ich muss mich aufsetzen, lass mal sehen. Er ist wirklich in keinem guten Zustand. Und da Nikau anscheinend auf sich warten lässt, sollten wir keine Zeit mehr verlieren. Nelly, du musst jetzt noch einmal deinen Mut beweisen. Ich? Was kann ich denn jetzt tun? Du sollst jemanden suchen und hierher bringen. Jemanden suchen? Wen denn? Ich kenne mich hier doch gar nicht aus. Langsam. Es ist eine alte Bekannte unseres Stamms, die Heilerin Kanuka. Sie lebt ganz in der Nähe, nicht weit von hier. Aber es ist doch schon dunkel draußen. Ist das nicht zu gefährlich? Nimm die Stablampe aus der Kommode. Sie ist in der obersten Schublade. Dann geh durch die Hintertür nach draußen. Am anderen Ende der Wiese ist die Grenze zum Wald. Hinter der krummen Lärche beginnt ein kleiner Pfad. Folge ihm bis zu seinem Ende. Wenn du ihn nicht verlässt, kann dir nichts passieren. Missmutig zieht Nelly ihre in der Zwischenzeit getrockneten Klamotten an und verlässt die Hütte. Hoffentlich finde ich sie. Wie war nochmal ihr Name? Die alte Kanuka hat er sie genannt. Nelly stößt auf einen kleinen Pfad, der im spärlichen Licht gerade so zu erkennen ist. Was für ein seltsamer Ort. Es ist so eigenartig ruhig hier. Ich höre nicht mal die Vögel zwitschern. Das immer dichter werdende Blätterdach hält nun auch noch den letzten Rest Mondlicht ab. Außerhalb des vor ihr hin und her springenden Lichtkegels kann Nelly kaum etwas erkennen. Zu allem Überdruss fängt das Licht auch noch zu flackern an. So ein Mist. Die Lampe spinnt. Ah! Der Schreck fährt Nelly tief in die Glieder. Plötzlich steht eine schemenhafte Gestalt, keine 3 Schritte entfernt, vor ihr auf dem Pfad. Aus dem nächtlichen Schwarz blickt ihr eine raue Visage entgegen. Vor lauter Schock lässt sie ihre einzige Lichtquelle auf den Boden fallen. Durch den Wackelkontakt erlischt die Lampe erneut. Nelly lauscht vor Angst erstarrt in die Nacht. Hier, du hast etwas verloren. Danke. Haben Sie mich erschreckt? Und du
mich erst, Kindchen. Um diese späte Stunde habe ich nicht mehr mit unangemeldetem Besuch gerechnet. Entschuldigung, ich suche jemanden, eine Vahina Kivinuka? Du meinst Vahine Kanuka? Na, die hast du gefunden. Oh, was für ein Glück. Timothy hat mich zu Ihnen geschickt. Wir brauchen Hilfe. Bitte kommen Sie mit zu unserer Hütte. Warum sollte ich das für euch tun? Timothy hat sich den Arm gebrochen und meinem Cousin geht es ganz schlecht. Er hat sich ein schlimmes Fieber zugezogen. Gebrochen, sagst du? Fieber? Bleib hier stehen. Komisch. Lässt mich hier alleine stehen und sie ist wieder weg. Taucht aus dem Nichts auf und dann verschwindet sie einfach wieder. Ohne, dass man auch nur den kleinsten Schimmer hat, wie sie das angestellt hat. Und sieht die nicht aus wie die alte, die ich bei der Hängebrücke beobachtet habe? Das waren die gleichen komischen Klamotten und die Trommel. Wie viele Heiler kann es hier denn geben? Gibt es in neuseeländischen Wäldern etwa Universitäten für Schamanen? Schwachsinn. Aber ernsthaft, das ist doch ein und dieselbe Person. Seltsam. Hoffentlich wird Finn bald wieder gesund. Ich kann es nicht erwarten, ihm das zu erzählen. Los, Mädchen, folge mir. Nach kurzem Zögern versucht Nelly, der durch die Finsternis eilenden Vahine Kanuka zu folgen. Obwohl diese sich nur auf ihren Tastsinn und ihr Gehör verlässt, muss sich Nelly ganz schön sputen, um mit ihr Schritt halten zu können. Glücklicherweise bleibt Vahine hin und wieder stehen und sammelt Pflanzenteile und Wurzeln vom Waldboden auf. Der Rückweg kommt Nelly trotzdem deutlich kürzer vor. In der alten Jagdhütte beginnt die erfahrene Medizinfrau sofort, sich um die Leiden der beiden tiefschlafenden Männer zu kümmern. Nachdem sie sich einen Überblick verschafft hat, holt sie die Kräuter aus ihrer Tasche und legt sie auf den Holztisch. Da drüben ist ein Kessel. Mach etwas Wasser warm. Okay, kann ich sonst noch irgendwas machen? Der Arm muss versorgt werden. Ich brauche etwas, um die Stöcke zusammenzubinden. Die Tischdecke vielleicht? Das wird gehen. Das große Stück, fass mit an. Mit geübten Handgriffen verarbeitet die erfahrene Heilerin die zusammengesuchten Äste und Tücher zu einer provisorischen Schiene. Währenddessen entfaltet ihr frisch gebrauter Kräutersud seinen süßlichen Duft. Nelly hilft Vahine beim Verabreichen der Medizin, indem sie den schlummernden Patienten den Kopf hochhält. Mit gerunzelter Stirn blickt die Moriori auf den kalkweißen Finn. So etwas habe ich befürchtet. Ich brauche Kava-Kava. Ohne jegliche Erklärung verlässt die Alte den Raum. Nelly bleibt zum wiederholten Male sich selbst überlassen. Einstweilen macht sich der angeheizte Ofen durch seine mollige Wärme bemerkbar. Müde setzt sich Nelly auf einen der Holzstühle. Am liebsten würde sie sich hinlegen, doch da sie auf Vahines Rückkehr warten möchte, zwingt sie sich, wach zu bleiben. Um sich zu beschäftigen, holt sie David Dons Tagebuch aus dem Rucksack. Sie schlägt die Seite beim Lesezeichen auf und versucht, sich aufs Lesen zu konzentrieren. Gelangen wir in höhere Gefilde. Hier fanden wir erneut einen der hölzernen Pfahlbauten der Moriori. Obwohl diese sehr abweisend und schweigsam uns gegenüber waren, überließen sie mir und Hans Meyer dennoch ein komfortableres Nachtlager, als es unsere mitgeführten Zelte hergegeben hätten. Die Moriori scheinen den Maori nicht über den Weg zu trauen. Hinter unserer Unterkunft hat sich eine kleine Gruppe Moriori versammelt, die unseren Expeditionstrupp nicht aus den Augen lässt. Unsere Maori-Träger sind von deren Gebaren sichtlich beeindruckt. Ist es doch der erste Abend, an dem sie sich früh niederlegen, anstatt der üblichen nächtlichen feuchtfröhlichen Runde zu frönen. Dankbar genieße ich die unerwartete Ruhe und verbringe meinen Abend mit dem Studium der mythologischen Verzierungen,
die das Erscheinungsbild der Hütte maßgeblich prägen. Kaminrote Fratzen und Embleme, gewunden wie Schlangen, schmücken die komplette Vorderseite. Besonders gefällt mir jenes kleine Männchen, das grimmig von der Spitze des Daches herab talwärts blickt. Seine Kopfbedeckung belustigt mich. Sieht sie doch wie eine türkische Fess aus, welche die Menschen im fernen Istanbul zu tragen pflegen. Ich teile meinen Geistesblitz mit Hansmeier, der sich mit mir freut und zur Feier des Abends einen Scotch hervorzaubert, mit welchem wir anstoßen. Gestützt auf ihre übereinander gefalteten Arme schläft Nelly mit dem Kopf auf dem Buch ein. Im Zelt des Campleiters findet indessen ein Krisenstab mit Nellys besorgten Eltern und den Einsatzkräften statt. Aufgrund der Dunkelheit wird man mit der Suche erst bei Tagesanbruch fortfahren können. Vor lauter Kummer um die verschollenen Jugendlichen kommt Nellys Mutter nicht zur Ruhe. Um sich abzulenken, schmiert sie in der Nacht Brote für die beteiligten Helfer, damit diese ihren morgigen Einsatz gut gestärkt angehen können. Als um 5 Uhr morgens der Weckruf ertönt, ist sie nach wie vor im Kochzelt zugange. Guten Morgen. Wach auf, du Schlafmütze. Oh, Finn, du bist wach. Aber warum bist du schon wieder so fit? Wie geht es dir denn? Mir geht's ganz gut. Ich kann mir auch nicht erklären, wie ich mich so schnell erholen konnte. Finley McKay, du hast mir ganz schön Angst eingejagt. Sieh an, unsere mutige Retterin ist aus dem Reich der Träume zurückgekehrt. Guten Morgen, Timothy. Was macht dein Arm? Danke, dem geht es schon besser. Es wird eine Weile dauern, bis er wieder zusammengewachsen ist. Bis dahin bin ich bei unserer Medizinfrau in guten Händen. Das freut mich zu hören, bloß, wie kommen wir jetzt nach Hause? Die anderen wissen ja gar nicht, wo wir sind. Finn? Keine Ahnung. Timothy? Das schafft ihr problemlos. Nach dem gestrigen Tag wird der Rückweg für euch ein Kinderspiel sein. Ich erkläre euch, wo ihr langgehen müsst. Und was ist mit dir? Du musst doch ins Krankenhaus. Wie gesagt, hier bin ich gut aufgehoben. Und ich glaube, es ist besser, ihr macht euch bald auf den Rückweg. Wisst ihr, hier oben ist ein heiliger Ort für uns. Und es wäre uns nicht so recht, wenn hier wegen eures Verschwindens ein großer Trubel entsteht. Vielen Dank für alles, was ihr für mich getan habt. Wenn ich nicht in den Bergen unterwegs bin, arbeite ich im Lake Hawea Holiday Park. Besucht mich mal, dann gebe ich euch einen aus. Bist du sicher? Du hast noch nie gesehen, was Finn alles verschlingen kann. Sei nicht so fies, ich habe gerade echt tierischen Kohldampf. Wir sollten wirklich so schnell wie möglich zurück, bevor du mir noch die Haare vom Kopf frisst. Ich mache mich nur kurz frisch. Nicht einmal eine Viertelstunde später haben sich die Verschollenen bereits auf den Weg gemacht. Die Verabschiedung von Timothy war kurz, aber sehr herzlich. Die alte Wahine hatte sogar ein Nicken für sie übrig. Finn hat für einen kurzen Moment das Gefühl, dass sie ihn aufmerksam mustert, verwirft den Gedanken jedoch sofort wieder. Dass er wirklich nicht mehr über das Verschwinden seines Vaters herausfinden konnte, frustriert ihn, und ein trüber Schatten legt sich über sein Gemüt. Nelly, die mittlerweile die Zügel fest in die Hand genommen hat, übernimmt intuitiv die Führung. In sich gekehrt trabt Finn ihr hinterher und blickt aus der Ferne nochmal zurück zur Hütte. Ihm fällt etwas Rotes ins Auge und er kann sich ein Kichern nicht verkneifen. Schau mal, Nelly, siehst du die Figur auf dem Dach? Die sieht so aus, als ob ihr jemand einen Eimer über den Kopf gestülpt hat. Hä? Wo? Da! Das erinnert mich an etwas. Gestern Nacht habe ich noch ein paar Seiten aus unserem David Don gelesen. Bleib mal stehen. Das kann doch gar nicht sein. Nee, komm.
wir nur noch zurück. Das war doch eh alles völlig umsonst. Lass uns keine Zeit mehr verplempern. Bitte, nur kurz und komm. In ein paar Monaten haben wir eine fette Abenteuergeschichte zu erzählen. So ganz umsonst war es ja auch nicht. Ich habe wirklich gedacht, wir finden den Baum. Aber was soll's. Okay, was willst du denn? Schau, hier. David Don beschreibt eine Hütte in den Bergen. Hölzerne Pfahlbauten, kaminrote Fratzen, Schlangen. Hier, besonders gefällt mir ein kleines Männchen, das grimmig von der Spitze des Daches talwärts blickt. Seine Kopfbedeckung belustigt mich. Sieht sie doch wie eine türkische Fes aus. Finn, das ist die Hütte, von der wir gerade kommen. Mach keine Witze. Hier, lies selbst. Nelly, du hast recht. Und stand nicht irgendwo auch, dass er aus der Entfernung eine wahrlich gigantische Konifere gesehen hat? Vielleicht sind wir doch auf der richtigen Fährte. Das wird alles immer verrückter. Ich glaube ja auch, dass die Frau im Wald Wahine Kanuka ist. Frau im Wald? Weiß schon. Wegen der bin ich damals auf das Zeichen gestoßen, als ich bei der Hängebrücke auf euch gewartet habe. Gestern Nacht bin ich dem Pfad bergauf gefolgt, weil ich ja die alte Frau für Timothy suchen sollte. Und dann stand sie da plötzlich vor mir. Und irgendwie, wenn ich mich recht erinnere, bezeichnete sie mich als unangemeldeten Besuch. Das war wirklich schräg. Außerdem hatte ich das Gefühl, als ob sie mich von irgendetwas ablenken wollte. Los, Finn, hol die Karte raus. Lass uns mal nachsehen, wo dieser Weg hinführt. Nachdem Finn die Karte aufgefaltet hat, fährt Nelly mit ihrem Zeigefinger den Weg nach, auf dem sie gestern nach der alten Kanuka gesucht hatte. Mit einem Mal stockt sie in ihrer Bewegung und blickt ihren Cousin mit großen Augen an. Siehst du das? Diese ganze Gegend, dort, schaut das nicht auch für dich aus wie eine Schlange? Was ist, wenn es da einen Zusammenhang gibt? Du meinst? Ja, die Schlange auf dem Einband. Deutet auf den Baum? Und als Timothy vorhin so leise gesprochen hat, hat er uns doch auch eindeutig vermittelt, dass die Moriori niemanden an diesen heiligen Ort lassen wollen. Lass uns nachsehen. Du meinst jetzt? Das können wir nicht machen. Die anderen machen sich ganz sicher Sorgen. Wir müssen zurück. Ich kann jetzt nicht aufgeben. Mama hat auch nie aufgegeben. Sie hatte mit der so viele Pläne. Sie wollten aufs Land ziehen, sich einen alten Bauernhof kaufen und ihn dann zusammen renovieren. Das ist alles nichts geworden, weil Dad dann von heute auf morgen einfach verschwunden ist. Mama hat bis zuletzt gesagt, dass er eines Tages zurückkommen wird. Sie hat nie daran geglaubt, dass er gestorben ist. Und wenn ich ehrlich zu mir bin, habe ich die Hoffnung auch nie aufgegeben. Ohne die beiden fühle ich mich so leer. Ich muss da jetzt hin! Auch wenn ich das für keine gute Idee halte, werden die paar Stunden hin oder her wohl nicht mehr so viel Unterschied machen. Also gut, aber ich gehe vor. Um nicht von den Moriori entdeckt zu werden, gehen sie geduckt zurück und schleichen sich um die Hütte herum, bis sie den Pfad Richtung Heiligtum erreichen. Sie folgen ihm tief in den schattigen Wald. Das dichte Blätterdach lässt nur noch vereinzelte Sonnenstrahlen auf den moosigen Waldboden durch. Obwohl sie längst außerhalb der Hörweite der Moriori sind, reden die beiden kein Wort miteinander. Nach und nach bildet das Dickicht an den Seiten undurchdringliche Wände. Auch über ihnen wächst das Geäst zu einer Art pflanzlichem Gewölbe zusammen. Schweigend schreiten sie durch diesen grünen Tunnel, an dessen Ende sie ein grelles Licht erwartet. Ihre Augen brauchen eine Weile, um sich an das Tageslicht zu gewöhnen. Als sie sich umsehen, bemerken sie, dass sie auf eine Lichtung gelangt sind. Ungläubig erstarren die beiden, als sie erkennen, was sich vor ihnen in den Himmel streckt. Kneif mich mal bitte. Siehst du das auch? Ja, Finn. Au! Das sind doch bestimmt 100 Meter. Es ist so traumhaft schön hier. Ja, aber sieh doch, der Baum!
Unglaublich. Wo sind wir hier bloß gelandet? Nelly, wir haben ihn gefunden! Die Anspannung, die Finn in den letzten Tagen ins Gesicht geschrieben war, fällt auf einen Schlag von ihm ab. Völlig losgelöst führt er einen Freudentanz auf. An dessen dramatischem Höhepunkt vollzieht er eine Pirouette und holt im selben Schwung das Foto seines Vaters aus der Tasche. Tada! Jetzt lass mal sehen. Da! Das ist der Felsen! Nelly, er ist es wirklich! Tatsache! So groß? Du meinst wirklich, dass das 100 Meter sind? Wenn nicht sogar mehr. Waldarbeiter haben das früher mit der Daumenmethode gemacht. Komm, dafür brauche ich dich. Jetzt bin ich aber gespannt. Geh bitte zum Stamm und dann im 90-Grad-Winkel zu mir vom Baum weg, bis ich Stopp rufe. Okay, aber ich verstehe es noch nicht. Ich benutze meine Hand wie einen Zirkel. Schau, von hier ist sie mit ausgestreckten Daumen genauso groß wie der Baum. Wenn ich die Hand nach links drehe, habe ich so einen Punkt am Boden, der genauso weit vom Baum entfernt ist, wie er hoch ist. Zu dem gehst du und zählst dabei deine Schritte. Ah, schlaues Kerlchen. Dann marschiere ich mal los. Noch ein Stück. Und weiter. Und stopp. 159. Was? Das kann nicht sein. Du hast dich sicher nicht verzählt? Ganz sicher nicht. Können Bäume überhaupt so groß werden? Theoretisch nicht. Warte, ich komm rüber zu dir und geh das nochmal mit meinen Schritten ab. Du weißt ja, ich bin jetzt größer als du. Quatschkopf. Hast aber recht. Besser doppelt gemessen. Also ich komme auf 152. Das ist doch unmöglich. Erklär mal bitte. Das liegt unter anderem an der Schwerkraft. Ab einer Höhe von ungefähr 130 Metern kann der Baum das Wasser nicht mehr in die Blätter transportieren. Dann haben wir uns wohl vermessen. Egal, selbst 100 Meter wären fast doppelt so hoch wie der Tanne Mahuta. Ich komme mir hier so klein vor. Ja, man fühlt sich fast wie ein Insekt. Hier ist alles so groß. Die Blumen, das Gras und sogar die Farne. Wie in so einem alten Dinosaurierfilm. Und wie es hier duftet. Wie Honig und gleichzeitig so fruchtig. Stimmt. Fast so wie Erdbeeren. Von einer Flut von Sinneswahrnehmungen überwältigt, inspizieren sie ihre Umgebung. Als sie den Stamm halb umrundet haben, entdecken sie einen massiven Riss in der Rinde. Aus jenem rinnt zu ihrem Erstaunen ein kleiner Bach. Finn hält sich am Rand des Spalts fest und steckt neugierig seinen Kopf in die Öffnung. Boah! Nelly! Das musst du dir ansehen! Rutsch mal. Hä? Das ist ja ein Beta. Aber das Ding ist ja größer als ein Chihuahua. Hier ist es wie auf einem anderen Planeten. Ja. Und die Aliens haben uns sogar Zeichen hinterlassen. Was meinst du? Da drüben. Da hat jemand einen Kreis in die Rinde geritzt. Sieht wirklich aus wie ein Kornkreis. Ein Stammkreis. Doch wohl eher von den Moriori. Was kann das bedeuten? Kein Schimmer. Doof das mit unseren Handys. Nicht nur, dass wir niemanden anrufen können, nicht mal Fotos können wir machen. Ich zeichne das mal ab. Vielleicht können wir daheim etwas darüber herausfinden. Ich sehe die Spitze gar nicht. Da sind so viele Äste. Nelly, der Baum hier ist etwas ganz Besonderes. Wenn du mir das letzte Woche erzählt hättest, hätte ich es dir nicht geglaubt. So, fertig. Diese alte Schamanin weiß bestimmt, was das bedeutet. Auch wenn sie es wüsste, würde sie es uns ganz bestimmt nicht verraten. Nee, wirklich nicht. Ich glaube sogar, sie wäre gar nicht glücklich darüber, dass wir hier sind. Da stimme ich dir voll zu. Und ganz ehrlich, wir sollten das hier als ihr Heiligtum respektieren.
und niemandem davon erzählen. Das ist eine gute Idee von dir, Finn. Mit einem verschwörerischen Nicken besiegeln Nelly und Finn ihre Abmachung. Beim Einpacken ihres Zeichenblocks sieht Nelly im Augenwinkel eine schnelle Bewegung. Da ist etwas. Siehst du? Der Bach fließt davon in einen Tümpel. Das schaue ich mir mal an. Ich komm mit. Da sind ja überall deine komischen Schlangen. Habe ich doch richtig gesehen, dass sich da etwas bewegt hat. Da sind sogar lauter Junge. Die kommen wohl zum Kinderkriegen hierher. Vielleicht ist es ja wie bei den Lachsen, dass sie dafür immer wieder zu ihrem eigenen Geburtsort zurückkehren. Wir sollten eine mitnehmen. Dann kannst du mal deine Doktorarbeit darüber schreiben. Kein schlechter Gedanke, aber in Freiheit gefallen sie mir viel besser. Geh nicht so nah ran. Die sind ziemlich giftig. Das sagst du mir jetzt erst? Ich glaube, da ist etwas im Wasser. Wo? Dort am Boden, wo der Schlamm sich so wölbt. Ich will es ja rausholen, aber auf einen Biss kann ich gerne verzichten. Dafür hast du ja mich dabei. Halt mich mal fest. Wenn du dich ganz ruhig verhältst, lassen dich die Schlangen in Ruhe. Da ist ein Stein. Da ist etwas Weiches drunter. Was ist das? Ich hole es raus. Es ist ein Stoffbündel. Da ist etwas drin. Nelly! Was schreist du denn auf einmal so? Erkennst du das nicht? Jetzt stehe ich irgendwie auf dem Schlauch. Das ist eins von Omas selbstgenähten Stofftaschentüchern. Guck, das ist das Karo-Muster, mit dem wir McKays unsere Kids verzieren. Nelly, das hat mein Vater hier versteckt. Mach es auf! Eine Holzscheibe. Der ganze Rand ist voll mit seltsamen Zeichen. Fast wie Hieroglyphen. Jetzt macht es Sinn. Hä? Wenn das eine alte Schrift ist. Dein Vater war doch Anthropologe. Er war hier bestimmt etwas auf der Spur. Der Kreis am Baum. Der war doch... Gib mal bitte. Hier. Wozu? Hab ich's mir doch gedacht. Die Scheibe passt genau. Ich dreh mal. Da passiert gar nichts. Ich dachte kurz, dass sich ein Tor oder irgend sowas öffnet. Und ich dachte, es fällt eine Strickleiter runter. Nelly, danke, dass du mich hierher begleitet hast. Es tut irgendwie voll gut zu wissen, dass mein Dad hier gewesen ist. Die Scheibe, das war doch kein Zufall. Die hat er absichtlich hier gelassen. Halt mich nicht für bescheuert. Ich bin mir sicher, dass das hier nicht Dads letzte Etappe war. Wenn ich eines Tages schaffe, diese Zeichen zu entschlüsseln, werde ich herausfinden, wohin es ihn gezogen hat. Ich freue mich so für dich. Und so ein schlaues Kerlchen wie du schafft das ganz sicher. Hörst du das? Das ist ein Hubschrauber. Die suchen bestimmt nach uns. Dann los. Lass uns ihnen entgegengehen. Nicht, dass sie am Ende noch den Baum entdecken. Eilig verlassen unsere Abenteurer die wundersame Lichtung. Nachdem sie ein weiteres Mal unentdeckt an Wahine Kanuka und Timothy vorbeigeschlichen sind, schaffen sie es ein gutes Stück weiter unten im Tal, den Hubschrauber auf sich aufmerksam zu machen. Der Pilot platziert den Helikopter direkt über ihren Köpfen und der herabgelassene Notarzt schnallt ihnen Rettungsgurte an. Wenn ihr wüsstet, was ihr für ein Chaos hier ausgelöst habt, könnt ihr euch vorstellen, dass wir dachten, euch als Leichen zurück zu euren Eltern bringen zu müssen? Ganz ehrlich, dass wir euch hier entdeckt haben, grenzt nahezu an ein Wunder. Ihr könnt froh sein, dass unser verrückter Charlie hier verwegen genug war, trotz unseres geringen Spritstandes den Umweg über dieses Tal zu fliegen. Das war nicht unsere Absicht. Entschuldigung, wir wollten nicht, dass sich jemand um uns sorgt. Schon gut, jetzt seid ihr in Sicherheit. Fast rutscht Nelly etwas über Timothy heraus. Sie kann es sich gerade noch verkneifen. Auf dem Flug zurück ins Lager blicken beide wortlos in Richtung ihres neuen Geheimnisses. Tatsächlich war nirgends etwas von dem riesigen Baum zu sehen. Was für ein verrückter Ort. Am spontan eingerichteten Landeplatz in der Nähe des Pfadfinderlagers erwartet sie ein warmer Empfang.
Während sich Nelly und ihre Eltern den Armen liegen, steht Finn etwas verloren daneben. Plötzlich taucht Sam vor ihm auf und nimmt ihn für eine gefühlte Unendlichkeit in die Arme.